Ja, dann geht's jetzt los. Wunderschönen guten Abend. Ich darf Sie und euch alle hier begrüßen zu der Abendveranstaltung im Rahmen der 10to6 Workshop-Woche 2016 und unserer Gesprächsrunde hier jetzt im Herrenformat. Das ist deswegen, weil Hanna Rabenstein abgesagt hat. Also das habe ich gerade vor 5 Minuten erfahren. Also die ist wahrscheinlich die ganze Zeit schon nicht da gewesen, aber für mich ist es neu. Ja, ah, okay. Okay, gut. Dann machen wir das eben ohne Sie heute Abend. Zum Thema reden wir alles machen, nichts bekommen. Bevor wir loslegen, stelle ich mich ganz kurz vor. Mein Name ist Thomas Abel. Ein paar von Ihnen und euch kennen mich. Ich habe hier mal studiert irgendwann, war hier mal wissenschaftlicher Mitarbeiter und auch mal Lehrbeauftragter. Bin jetzt gar nicht weit von hier an der Uni, in der Graduierteneinrichtung, mache da Wissenschaftskommunikation und Public Science und Art Science. Deswegen halte ich auch den Kontakt hier zum Fachbereich und das ist mir ganz wichtig. Und freue mich, dass ich heute Abend hier bin. Und habe das Vergnügen, eben mit den Gästen hier, die das Organisationsteam der Workshop-Woche ausgewählt hat, mich zu unterhalten und möglichst kompetente, schlaue Fragen zu stellen, wie ich hoffe. Wichtiger ist aber noch, dass ihr auch eure Fragen stellen könnt. Also wir wollen hier oben nicht diskutieren und so tun, als wären wir alleine im Raum, sondern wenn es Fragen gibt, einfach irgendwie sich bemerkbar machen oder dann im Anschluss, wenn uns keine Fragen mehr einfallen, einfach sagen. Ich darf kurz die Veranstalter mal nennen, damit es am Ende nicht untergeht. Also die Workshop-Woche organisieren. Janosch Spörkel, Fabian Bremser, Tim Dechend, Annika Lohoff, Patrick Pollmeier und Mona Vogel haben mich eben hier eingeladen, was mich sehr freut. Und ich habe mich sehr gefreut und bedanke mich für die Einladung. Und jetzt wollen wir, denke ich mal, so eine Stunde uns darüber austauschen, diskutieren über diesen Slogan alles machen und nichts bekommen. Wir wollen diskutieren über kostenloses Arbeiten, ob das in Ordnung ist, wann es notwendig ist und wann es gar nicht geht, über gute und schlechte Erfahrungen, die man mit unbezahlten Praktika und Jobs machen kann, über Motivationen, unbezahlt zu arbeiten und über Lösungen, nicht entlohntes Arbeiten zu finanzieren durch andere Beschäftigungen. Und das alles vor dem Hintergrund der Situation auf dem Arbeitsmarkt für Gestalterinnen und Gestalter, Fotografinnen, Fotografen, Künstlerinnen und Künstler, die ihr ja alle seid, sinkender Produktionskosten, sinkender Budgets und so weiter. Das Ganze kennt man ja auch irgendwie. Und bevor wir eben einsteigen, stelle ich die Gäste ganz kurz vor und fange an zu eurer Linken, ne? Das ist dann meine Rechte. Ja. Robert Paulmann, euch bekannt als Professor hier für Kommunikationsdesign und Corporate Design am Fachbereich seit 2014. Ich habe gesehen, dass er freie Kunst in Düsseldorf studiert hat von 1986 bis 1988 und Kommunikationsdesign in Bremen von 1990 bis 1995. Und 2014 ist er nach Bielefeld gekommen und ich habe mich dann gefragt, das sind ja ein paar Jahre dazwischen. Was hat er da wohl gemacht? Wahrscheinlich irgendwas in diesem Bereich des Kreativmarktes. Und von daher kann er uns, glaube ich, aus zwei Positionen heute Abend dann dadurch irgendwas erzählen. Wir gehen weiter. Daneben Thomas Albdorf lebt als freischaffender Künstler und Fotograf in Wien und macht Arbeiten im Bereich Fotografie und Skulptur und in den Übergängen, wenn ich das richtig verstanden habe. Er hat in zahlreichen Galerien ausgestellt, in Österreich, Deutschland, Schweden, Großbritannien und den USA. Er ist auch Grafikdesigner und Art Director und hat Transmedia Art an der Universität für angewandte Kunst in Wien studiert und 2013 abgeschlossen. Daneben, neben mir auch gleichzeitig, Julian Baumann, wo ich dachte, bei dem Namen, ja, kennst du, ne? Das SZ-Magazin. Stimmt, ne? Also, unter anderem ist selbstständiger und mehrfach ausgezeichneter Fotograf in München, macht vorwiegend Porträts, Reportagen für Magazine, Theater und Kulturinstitutionen, unter anderem für Zeitmagazin Brand 1, Neon, 11 Freunde, SZ-Magazin. Studiert hat er auch in München und 2006 seinen Abschluss gemacht, auch noch Diplom. Neben mir zur anderen Seite Ruben Fischer vom Künstlerkollektiv Yardworks aus Frankfurt und Offenbach. Ihr macht hauptsächlich raumbezogene Projekte, wie ich gelesen habe. Und wichtig ist euch an eurer Arbeit die Schnittstelle zwischen freien und angewandten Projekten und die Beziehung zwischen Architektur und
soziale Moment. Was dahinter steckt, werden wir vielleicht noch ein bisschen erfahren. Daneben dann Heinrich Holtgräve, den ich aus Bielefeld kenne, der aber jetzt nicht mehr in Bielefeld ist, sondern in Hamburg, aber bei der Agentur Ostkreuz in Berlin, aber in Hamburg eben für die arbeitet, für Redaktionen, Verlage, Agenturen, unter anderem auch Zeit, SZ, Neon und so weiter und andere Kunden. Er ist euch bekannt auch durch seine Arbeit, der sich aufgemacht hat, das Internet zu fotografieren. Die hing, glaube ich, auch hier in diesem Raum auf der anderen Seite. Und die Arbeit hast du auch öfters ausgestellt, unter anderem in Hamburg, im Deutschen Technikmuseum Berlin oder in den Deichtorhallen in Hamburg. Daneben dann Sebastian Bagge, von dem ich jetzt gerade erfahren habe, dass er da ist. Deswegen habe ich eine Ad-Hoc-Zusammenfassung geschrieben. Ja. Und je nach heißt es, dass du zusammen mit Sebastian Rölle... mit Julio Rölle. Julio Rölle, genau, stimmt. Entschuldigung. Ja. In Berlin 44 Flavors bist. Mhm. Oder ihr seid. Und dass ihr Painting-Skulpturen im öffentlichen Raum macht mit Graffiti-Background und Street-Art. Ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zu den zu euch aus Frankfurt und Offenbach? Da ist mir jetzt noch nicht ganz klar, aber das werden wir auch gleich sehen. Und als letzter in dieser Vorstellungsrunde bei euch zur Rechten, Roman Besiak, Professor für Fotografie, seit 2000 hier am Fachbereich, hat aber irgendwann davor auch mal Fotografie in Dortmund studiert und jetzt ähnlich zu Herrn Paulmann von 85 bis 89 nämlich. Das heißt, bis 2000 sind da auch noch ein paar Jahre dazwischen, in der du als freischaffender Fotograf tätig warst, als sozusagen freischaffender Fotograf und fester Freier, wie das ja heißt, im Bereich Fotojournalismus für Merian, Geo und Frankfurter Allgemeine Magazin und PR-Fotografie für Unternehmen. Und natürlich wisst ihr auch alle, dass er Dekan des Fachbereichs ist. Und insofern auch eine Doppelfunktion hier, einmal als Hochschullehrer und als, auch als derjenige, der auch weiß, wie es auf dem Kreativmarkt zugeht und auch ging. Genau. Ja, genau, das ist jetzt die kurze Vorstellungsrunde gewesen. Und ich würde jetzt einfach direkt mal einsteigen und zunächst mal eine Frage an die Gäste stellen, die freischaffend tätig sind oder auf dem Markt, auf dem man alles macht und nichts bekommt, also an Julian Baumann und Sebastian Bagge, Thomas Alpdorf, Heine Tollgräve. Was war denn das letzte Projekt, das ihr realisiert habt, ohne dafür etwas zu bekommen? Vielleicht fangen wir einfach mit dir an, Julian. Quasi grundsätzlich die Frage, was sind denn Projekte, für die man nichts bekommt? Ja, und, unter, ja, ja, nee, aber unter. Also, genau, weil. Ich für mich selber versuche das so gut es geht zu vermeiden, weil ich in München wohne und da meine Miete bezahlen muss und so weiter. Und deswegen kommt es nicht allzu oft vor, dass ich das für mich selber mache, aber. Das, also, weil es jetzt explizit nach dem letzten gefragt ist, dann kann ich das einfach als Beispiel nehmen, das wird sich ja dann noch weitergehen oder was für Bingo. Also, genau. Das letzte, wofür ich nicht, das war eine Panne. Ich habe DJ Hell fotografiert für ein Magazin, Intersection heißt es. Und das ist so ein Indie-Auto-Magazin. Und gerade bei den Magazinen schwingt öfter mit, dass es die Honorare schlecht oder bis gar nicht sind und so weiter. Und das hatte ich aber nicht auf dem Schirm gehabt. Wurde von einem Freund empfohlen, der Anruf kam, ob ich Lust hätte, DJ Hell zu fotografieren bei ihm zu Hause. Und das klang ehrlich alles nach so ganz tollen Bedingungen. Ganz tolle Bedingungen kommen oft Hand in Hand mit keinem Honorar. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und hatte diese, und das sei schon morgen oder über, es war relativ kurzfristig. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mache ich. Und mir kommt das öfter unter, weil beim Magazin man oft das Honorar keine große Verhandlungsspielraum bietet, sondern das Honorar oft so ist, bei uns gibt es immer 300 Euro oder bei uns gibt es immer so und so viel Euro. Und dann habe ich da gar nicht groß nachgehabt, habe das fotografiert, abgegeben, kam an den Tag, wo ich dachte, ach, heute schreibe ich mal wieder Rechnungen, eine Mail geschrieben, guten Tag, an wen soll ich denn die Rechnung schreiben und wie viel geht's denn? Ach, ups, haben wir das nicht gesagt, bei uns gibt es kein Honorar. So, das kann schon mal unterkommen. Jetzt hat mir das so viel Spaß gemacht, mit dem Ergebnis war ich auch glücklich. DJ Hell fand ich einen guten Typ, das war ein toller Nachmittag am Chiemsee bei ihm zu Hause und es war an und für sich so alles spitzenmäßig, aber ich habe mich doch ziemlich geärgert, habe denen auch eine Mail geschrieben und gesagt,
also eben ist es jetzt nicht die Mittelmeer-Seenothilfe, sondern ein Magazin, was sich nochmal an Autos richtet, wo ja auch klar ist, finde ich, bei solchen Magazinen, wenn man da Autos vorstellt, ist ja auch die klare Absicht dahinter, Autoanzeigen zu verkaufen, und so finanzieren sich ja Magazine, und da ist jetzt kein gemeinnütziger Idee dahinter oder so, sondern es geht ja klar darum, irgendwas zu machen, wo man Autofirmen promotet, und die werden auf irgendeine Art und Weise das ja auch finanzieren. Und ansonsten werden ja die Redakteure und die Grafiker und die Magazinbesitzer auch nicht umsonst arbeiten. Das hatte ich denen so geschrieben gehabt. Aber wenn ich versäumt hatte, mit euch ein Honorar vorher auszumachen, ist das mein Fehler. Ich wollte zumindest auf die Tränendrüse drücken. Dann ist das mein Fehler, und dann habe ich wohl Pech gehabt. Glück gehabt hatte ich im Nachhinein, weil DJ Hell die Bilder so gut gefallen hatten, dass er mich gefragt hatte, ob er sie mir denn abkaufen könnte für seine Promo, weil das Album rauskommt, was ich gerne gemacht habe, ihm eine Rechnung geschickt habe. Die hat er bis heute leider noch nicht bezahlt. Drum bleibt es dabei, dass der Job umsonst war. Also genau. Aber wer auf meine Webseite geht, wird als allererstes... Ja, ich habe es heute gesehen. Genau, wird als allererstes diese Bilder finden. Das heißt, genau, da stellt sich jetzt die Frage, ob quasi die Tatsache, dass ich diese Bilder herzeigen kann, mit denen glücklich bin, ob das einen Mehrwert hat, der reicht oder nicht. Ich finde nicht, aber genau. Okay, aber du darfst sie verwenden, die Bilder. Ja, ich sowieso. Und ich hatte dann auch, hatte ich das schlechte Gewissen nach dem Motto, darf ich doppeltes Spiel fahren und DJ Hell die Bilder verkaufen, obwohl ich sie ja eigentlich im Auftrag von dem Magazin gemacht habe, was auch immer eine Frage ist, quasi wer ist der erste Kunde gewesen, gibt es da Sperrfristen und so weiter, und quasi nachdem ich wusste, dass ich nichts dafür bekam, war ich dann auch, habe ich im selben Moment die Mail an das Management von Hell geschrieben, ihr könnt die sehr gerne kaufen, die Bilder, und hatte nicht das Gefühl, dass ich mich verpflichtet fühle, denen da jetzt irgendwie das freizuhalten oder dass es für die exklusiv wäre, die Bilder. So gesehen, ich muss denen jetzt nochmal schreiben, dass ich noch auf meine 600 Euro warte. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ja, aber das war mein letztes Erlebnis mit umsonst arbeiten. Genau. Ja, super, danke. Weitere schöne Geschichten zum Thema... Hat Spaß gemacht, aber leider nichts bekommen. Möchte noch jemand? Da kann ich nicht mithalten. Okay. Hat noch jemand was? Bei mir war es auch ein Musikmagazin. Aha. Die wollten... Nee, ich fange mal anders an. In Hamburg wohne ich in einer schönen 6er-WG. Und die Freundin eines Mitbewohners ist Studentin der Grafik an der HFBK. Und die ist wiederum so in ihrer Freizeit oder in ihrem Leben Artdirektorin eines schönen kleinen Musikmagazins namens Das Wetter. Und als wir irgendwann abends mal beim Essen saßen, hat sie gefragt, ob ich Lust habe, Stefanie Sargnagel zu porträtieren. Das ist so eine Wiener Autorin, die super ist. Und da war relativ schnell klar, dass kein Geld im Spiel, also kein Fotografiehonorar im Spiel ist. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil das dann quasi eine Gratisreise nach Berlin für mich bedeutet hat. Also die Tickets wurden bezahlt. Und dann konnte ich von Hamburg nach Berlin fahren und habe dann mit Stefanie Sargnagel so 2,5 Stunden so einen Spaziergang durch Neukölln gemacht und war mit ihr auch in der Kneipe. Also für die, die sie kennen, wissen, dass es Sinn macht mit ihr. Und das war auch ganz schön. Ja. Ja, auch eine sehr schöne Geschichte. Gibt es noch eine? Weiß ich, bei uns ist eher so, wenn wir kommerziell arbeiten oder wissen, dass wir irgendwie für einen Kunden arbeiten, dann sind wir da schon auch recht vorsichtig und klären das eigentlich ab. Und wir arbeiten relativ viel ohne Honorar dann eben für freie Projekte. Also organisieren Ausstellungen, kuratieren Ausstellungen, wo man eigentlich auch schon von Anfang an weiß, dass man wahrscheinlich nichts verkaufen wird, weil es eben zu speziell ist, weil es nicht das richtige Publikum ist, die das Geld haben muss. Und das kommt immer mal wieder vor, was sind eben dann eigene Projekte und nicht für Magazine oder für kommerzielle Kunden. Ja. Jetzt streue ich auch. Achso. Nein, bitte. Nee, ich habe keine schöne Geschichte, deswegen. Ich habe so mittelschön. Also kurz, die Geschichte, die ich erzählen werde, ist aus dem Jahr 2014. Also der letzte Job, den ich gratis gemacht habe, war vor 2 Monaten für das Plattenlabel eines Freundes. Der hatte ein Plattenlabel in London, Blank Mind, und konzentriert sich ja primär auf südafrikanische elektronische Musik. Ist ja ein ziemlicher Nischenmarkt. Er macht mit dem auch kein Geld, aber ich mag seine Releases, und er hat mich gefragt, ob ich das Plattencover fotografiere. Und das ist sowas, ich weiß, ich brauche einen Abend für die Fotos, ich brauche einen zweiten Abend für die Post-Production. Wenn ich irgendwie Zeit habe, dann mache ich das normalerweise. Da habe ich kein schlechtes Gewissen und das funktioniert einfach. Im Ende dieses Jahres habe ich für ein britisches Magazin fotografiert, die keine Budgets haben. Das ist
oft gang und gäbe im Editorial-Bereich, vor allem in nicht werbefinanzierten Magazinen oder Magazinen mit sehr wenig Werbung, die aber trotzdem halt sehr proper produziert sind. Und die haben gesagt, ich kann mit einer Set-Designerin ein Editorial machen, es gibt halt kein Budget. Und dann haben ich und die Set-Designerin überschlagen, was wir circa brauchen werden für ein zweitägiges Shooting in London, mit einem Studio, mit zwei Models, Stylisten und so. Und da habe ich dann dafür, dass ich Fotos in dem Magazin hatte, insgesamt 2.500 € ausgegeben. Und sie, die Set-Designerin, nochmal 1.500 €. Ein Agentur-Kollege von mir hatte eine komplexere Strecke in dem Magazin, wo er 3 Tage in einem Tageslichtstudio mit mehreren Models gebraucht hat, der hat zwischen 6.000 und 7.000 Euro dafür ausgegeben. Auch gang und gäbe. Aber jetzt zur schönen Geschichte. 2014, ich 2013 bin ich mit dem Studium fertig geworden, hatte damals eigentlich nur Kunst gemacht, nicht Werbung oder jetzt kommerzielle Auftragsarbeit nicht so am Schirm, und das hat sich dann langsam entwickelt. Und Anfang 2014 hat mich ein holländisches Schmuckmagazin kontaktiert, Current Obsession. Und die machen halt so junge Designerinnen und Designer, zeitgenössische Schmuckproduktion, jetzt eher nicht so Millionenstücke, sondern halt einzelne handgemachte, teilweise mit billigen Materialien. Und die hatten halt eine Ausgabe, da ging es um Fake, sie haben 12 Designerinnen und Designer beauftragt, quasi für die Ausgabe spezielle Schmuckstücke zu machen, und hatten halt einen Fotografen gesucht. Hat sich alles extrem interessant angehört, hat genau in das reingespielt, was ich damals fotografisch gemacht habe, in meiner persönlichen Arbeit. Und ich war so, cool, was habt ihr denn an Geld? Und die waren halt so, ja, halt nix. Also ja, wie können wir das machen? Und ich hatte damals, ich habe das nach wie vor, ich habe ein Studio in Wien, das kostet mich halt 60 € im Monat. Also ich kann, wenn jemand kein Budget hat, aber jetzt mit einem verransten Ort zurechtkommt, an sich günstig produzieren. Und es hat sich alles gut angehört, und ich dachte mir so, okay, kann ich mit euch gemeinsam wirklich machen, was ich will? Die waren so, ja, wir wollen das, was du in deiner künstlerischen Arbeit machst, was in dem Editorial. Und die sind dann zu zweit nach Wien geflogen, haben halt das ganze Zeug mitgebracht, haben halt selbst auch quasi Geld in die Waagschale geworfen. Und dann haben wir 2 Tage fotografiert. Und das Ergebnis war ziemlich cool. Ich hatte halt 2 Tage Shooting, wirklich den ganzen Tag. 3 ganze Tage Post-Production, also da ging schon Zeit weg. Und ich habe dann symbolische 100 € bekommen. 3 Monate später, war irgendwie, habe ich auch nicht damit gerechnet. Ja, aber, und jetzt kommt das Aber. Also ich war wirklich happy, ich bin nach wie vor sehr happy mit den Fotos. Und damals, zwar früher Zeitpunkt in meiner Karriere, wo ich mir gedacht habe, ich kann das machen. Und ich habe doch, also teilweise wieder andere Editorials, die auch nicht bezahlt wurden, oder sehr schlecht, aber auch kommerzielle Jobs bekommen, wo mir die Leute immer wieder gesagt haben, dieses eine Shooting war echt, das ist halt anders als alles andere, was wir vorher gesehen haben. Und das hat uns schon dazu gebracht, dass wir zu dir auch Kontakt aufnehmen. Aber das ist wirklich die einzige Geschichte, die wirklich so funktioniert hat. Ja, und jetzt zum Abschluss noch die schlimme Geschichte in der Runde. Das ist keine schlimme Geschichte, das ist einfach nur ein bisschen Kontroverse damit reinzubringen. Jetzt, wir haben den Vorteil, dass wir einen super Job haben, den wir vor allem mit Leidenschaft in der Regel auch betreiben. Und ich glaube, genau der Punkt wird ganz oft ausgenutzt. Mhm. Weil wir dann immer sagen, ja, aber es war ein geiler Job, hat Spaß gemacht, aber ich habe eben nichts dafür bekommen. Und das wird von ganz vielen Leuten wirklich ausgenutzt. Leute, die einfach ein Business haben, was einfach offensichtlich ein Geschäftsmodell hat, was kein Geld bringt, was wir dann im Prinzip ausbaden, weil wir dann für lau arbeiten sollen. Also deswegen, ich bin immer so ein bisschen, zum Teil verstehe ich es, geiler Job und so weiter, aber wir kultivieren da so eine Mechanik, die eben von ganz vielen Leuten ausgenutzt wird und die sich bei uns auch ein bisschen festsetzt. Keine andere Branche würde so viel für lau arbeiten oder für was ich nehme, für ein Essen umsonst. Das würde keine andere Branche machen. Ich frage euren Metzger oder so oder euren Klempner, der würde sagen. Und deswegen, also es ist so eine gewisse Diskrepanz. Ich verstehe das mit diesen geilen Jobs und so weiter. Aber man muss da wie so ein Gleichgewicht dahin bekommen auch, weil sonst schießen wir uns echt ins Knie. Wir sagen, dann war geil, und die Gegenseite sagt, super, wieder ein Designer übers Ohr gehauen oder wieder einfach mal das ausgenutzt auch. Nicht immer bösartig, natürlich, aber ich glaube, das ist in keiner anderen Branche so verbreitet wie bei uns. Bei den Architekten noch viel extremer sogar noch, glaube ich, aber bei uns ist es echt extrem. Und da müssen wir wieder rauskommen, weil deswegen, ich habe hier gerade eine Untersuchung zu Gehältern, es gibt halt sehr viele Agenturen, die halt auch beschissen bezahlen. So.
Und da frage ich mich dann ganz oft, was ist das für eine Agentur, die kein Geld hat, einen Praktikanten zum Beispiel zu bezahlen oder einem Absolventen ein einigermaßen angemessenes Salär hier zu geben. Ich glaube, da ist das Problem ganz oft bei den Agenturen dann auch. Und aber auch bei uns, dass wir natürlich dann auch sagen, ja okay, mache ich dann halt. Ne? Also deswegen, das ist so, ich finde das alles ganz, ganz schwierig immer. Und ich weiß auch nicht den genauen Weg dafür, aber deswegen höre ich diese Geschichten immer sehr gerne an, weil die auch echt ja geil sind ja auch. Ne? Aber auf der anderen Seite hat es eben Sachen zur Folge, ne, wo man dann in Probleme reinkommt. Auch. Das war die schlimme Geschichte. Ja. Das war keine Geschichte. Das war ja. Ein Einwurf. Genau. Ja, aber vielleicht, also trotzdem, dass es eben so ein Schönreden auch auf der einen Seite vielleicht ist, auf der anderen Seite doch wieder auch immer die Motivation gehört hat, das dann doch zu machen. Vielleicht doch nochmal die Frage, was ist denn dann so Gründe, warum macht man das dann doch, also letztlich? Vielleicht Julian, also du hast ja schon ein bisschen beschrieben, das war dann irgendwie doch gut auch im Nachgang sozusagen, aber... Nee, ach, ich fand so gut, war das, also im Nach, es war nur in dem Hinsicht im Nachgang gut, als dass ich ja glücklich mit dem Ergebnis war. Ich bin zu 100% auf deiner Seite und darum hatte ich ja vorhin gesagt, quasi die Frage bleibt ja im Raum, wann macht man sowas? Und eben so wie du bist, sagst, deine Freundin hat so ein Magazin. Klar, ich habe auch ganz viele Freunde, die sind Industriedesigner oder machen Schmuck und machen dann ein Lookbook für. Natürlich fotografiere ich das für die auch. Das ist ja einfach ein Freundschaftsdienst. So wie wenn ich einen Maler als Freund hätte, würde der mir vielleicht auch die Wohnung weißeln jetzt, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Ist halt das Talent, das ich mit in die Waagschale bringe, den Bildern liefern zu können. Und man kennt dann auch vielleicht deren finanzielle Umstände oder wo die da sind. Und was ich dann in dem Sinne, damit es nicht umsonst ist, eigentlich immer die beste Lösung bei diesen Sachen sind, ist, dass man in so ein Tauschgeschäft geht. Ich fotografiere deinen Stuhl, dafür kriege ich 3 Stühle davon. Den kostet der Stuhl nicht so viel, wie er mich kosten würde. Und quasi, ich finde, das sind die Parameter, unter denen ich finde, natürlich arbeitet man da mal umsonst, also umsonst in dem Sinne, aber das ist ein Freundschaftsdienst. Ich würde niemals, also das würde ich wirklich, und das war jetzt in dem Fall was ein Missverständnis, vielleicht, wenn es jetzt wirklich so verlockend gewesen wäre, wenn jemand sagt, du kannst umsonst Beyoncé nackt am Starnberger See fotografieren, würde ich das schon auch machen, weil das wirklich geil ist. Ne? Aber ansonsten finde ich quasi, wenn mich jemand Wildfremdes anruft, den ich noch nie vorher gesehen habe und der damit auch noch Geld verdient mit dem, was ich da mache, gibt es keinen Grund dafür, umsonst zu arbeiten. Ich finde auch, dass es ein großes Missverständnis ist. Es hat bei dir jetzt funktioniert, dass sich Leute darauf angesprochen haben, auf die Strecke, und ich glaube auch, dass es so ist und dass sowas da passieren kann, aus dem Grund, weil du deine Freiheiten da ausnutzen konntest oder ausspielen konntest, aber ansonsten ist es, glaube ich, ein großes Missverständnis zu denken, dass einem dieses Umsonstarbeiten irgendeine Tür öffnet irgendwohin und danach wird dieselbe Person sich bei dir melden und jetzt habe ich ein Budget und jetzt gibt es Geld. Ich glaube, die Leute, die sich ohne Geld melden, die werden nie Geld. Also es ist nie einer, der in einem halben Jahr mit einem riesen Budget. Das kann schon mal passieren, aber es ist nicht die Regel. Aber ich muss schon mal einhalten, wenn es Beyoncé und Jay-Z wäre. bezüglich der Jobs. Also bei dem Magazin war es halt so, ich habe mit denen gesprochen. Das war jetzt überhaupt kein Vorwurf. Aber ich will das nur kurz ausführen, ich glaube, das ist wichtig. Die konnten halt legitim darlegen, warum sie ein extremes Nischenmagazin sind. Die machen das halt auch abends quasi. Und ich habe gemerkt, also das ist kein Unternehmen, das jetzt quasi Kohle macht. Ja. Und dann muss ich mir halt selbst die Frage stellen, genau, hat es für mich einen Nutzen, das zu machen? Ja. Wenn ich, selbst egal, wenn der Job wirklich geil wäre, wenn ich jetzt DJ Hell und Beyoncé nackt am Starnberger See und ich stapel sie noch aufeinander, sowas, ich habe mit Objekten gemacht. Ja. Aber wenn es für ein Magazin ist, oder eine Firma oder wie auch immer geartetes Unternehmen, das mit dem Job dann im Nachhinein, wo spürbar ist, dass die damit Kohle machen und die mir nichts zahlen wollen, dann mache ich es nicht. Ja, eben. Das glaube ich dir ja auch. Glaube ich dir auch sofort. Aber eben, das ist, glaube ich, was viele Leute missverstehen, dass man für sich selber, gerade natürlich, wenn man Berufseinsteiger ist und froh ist, um die Chance arbeiten zu können, dass man sich selber nur im Klaren ist, dass das kein Türöffner sein darf. Weil man muss ja mit der Qualität überzeugen, die man macht. Und das, was man macht, hat ja auch einen Wert. Einfach. Da gibt es auch so eine kleine Regel auch schon. Und ich habe die sicher. Ich zitiere die öfter mal von einem ziemlich bekannten Gestalter aus den USA, der sagte, dass eben gute Auftraggeber zu immer mehr guten Auftraggebern führen und schlechte Auftraggeber zu immer mehr schlechten. Ja, also wenn ich erstmal anfange mit diesem, ich mache jetzt hier Speisekarten für Imbissbuden, dann komme ich nicht mehr aus dieser Spirale raus dann da auch. Also deswegen muss man relativ... Aber gleichzeitig ist es aber auch genauso gefährlich, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich
Speisekarten für schlechte Imbissbuden toll bezahlt mache, dann mache ich auch meinen Lebenstag halt Speisekarten für Imbissbuden, aber vielleicht hat man ja auch eine andere Ambition. Deswegen ist es auch nicht verkehrt, vielleicht ab und zu was Tolleres zu machen, was vielleicht auch ein kleineres Budget hat. Das meinte ich mit Absolut. Freiheiten kommen oft mit einem kleineren Budget oder manchmal kann man es fast Schmerzensgeld nennen. Die blödsten Jobs geben einem am meisten Geld, aber es ist ja auch, man muss schon auch ein bisschen die Waage halten, sich auch Freiheiten zu behalten, um einen frischen Absolut. Stil zu behalten und zeitgemäß zu sein in dem, was man macht. Und der ist leider meistens schlechter honoriert als die guten Sachen. Außer man ist nur dem Profit hinterher und findet es okay, dass man halt Speisekarten für Imbissbuden macht. Aber, naja, aber also, sonst würden die alle nicht Design studieren. Ja, aber eben, deswegen ist es schon in Ordnung, auch mal für eine tolle Publikation, die eben leider meistens weniger zahlen, vielleicht da auch mal was zu machen, um für den Speisekartenmarkt noch attraktiver zu werden. Ja, wir bekommen ja auch mal Anfragen an die Hochschule für Jobs auch. Ne? Wo wir dann immer, ich habe vorher in Mainz, war ich vorher in der Hochschule und da hießen das immer Schweinchen schlau Anfragen. Also Unternehmen fragen an, sagen super an der Hochschule, die machen das bestimmt für wenig Geld. Mhm. Und wo ich auch sagen muss, das geht halt überhaupt gar nicht, das ist überhaupt nicht drin, sowas. Ne? Und das, vor allen Dingen sind das ja meistens noch nicht mal irgendwelche besonders spannenden Unternehmen, weil meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie es in der Fotografie so ist, meine Erfahrung ist im Grafikdesign, dass die guten Unternehmen und die guten Agenturen alle zahlen. Also wer irgendwo mal ein Praktikum angeboten bekommt für lau, kann ich mit ziemlicher Gewissheit sagen, dass das keine gute Agentur ist. Weiß ich, das eine Frage oder so? Oder ist direkt ja, vielleicht gerade. Ganz gut. Aber selbst nicht unterscheiden. Wo man das gesagt hat, auch Leidenschaft ausnutzen, selbst ins Knie schießen, das tun wir an der FA eigentlich selbst. Weil gerade was du gesagt hast, die ganzen Sachen, die über den Verteiler reinkommen, per Mail, letztens auch schon gesagt, unsere Firma, die 30 Jahre bestehen, für so ein tolles Projekt für euch Designer, macht mal unseren kompletten Comic Design for free. Das Thema hatten wir jetzt nämlich auch gerade, inwieweit das nicht, sagen wir mal, vorher gefiltert werden muss eigentlich, weil das im Moment halt über das Sekretariat immer so weitergehen wird, weil... Nee, das ist genau richtig, ja, weil das ist... da ziehen wir einfach auch wirklich faule Eier an hier, wenn die merken, oh super, da kriegen wir das für lau oder für wenig Geld, außerdem schaden wir unseren Absolventen, die jetzt hier vor Ort arbeiten, geht überhaupt nicht, also... Deswegen, ich finde diese ganze... Also, für wenig und lau, das kann man machen bei karitativ, hier, wenn man jetzt nochmal Kumpels hat oder Freunde, aber sobald es Unternehmen sind, das geht überhaupt nicht. Das sind auch keine guten Auftraggeber. Mit denen kann man nicht gut irgendwie auf Augenhöhe arbeiten auch, weil die einen immer sehen als billiger Dienstleister. Was mir auch schon mal untergekommen ist, also das fand ich, ich weiß nicht, ob das eine Praxis ist, die mir bis dahin nicht kam, war eine Grafikagentur oder Kommunikationsbüro, die sagten, ja, wir würden dich gerne vorschlagen für ein Projekt bei Audi oder sonst was. Und mir sollte aber bewusst sein, dass jedes Mal, wenn ich dann dafür arbeiten würde, würden die 20% haben wollen dafür, dass sie mich vermittelt haben. Ja. Da habe ich gedacht, ob die noch ganz recht sind. Also es ist ja nicht mein Agent, sondern es ist ja eine Agentur, die mich buchen möchte. Warum soll ich ihnen denn 20% von meinem Honorar überlassen dafür, dass sie mich als Fotografen vorschlagen? Als Werbeagentur ist das, aber ist das so üblich, wenn es um Druckereien auch geht. Also wenn ich, das fand ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ja. Werbeagenturen... Das heißt dann, glaube ich, Handling-Fee oder so. Also ich als Werbeagentur mache einen Job und brauche dafür eine Druckerei, brauche einen Lithografen, ja, heute nicht mehr so sehr. Und die bezahlen dann quasi so eine Art Vermittlungsgebühr. Das, ja. Im Designbereich gibt es das nicht, ehrlich gesagt, aber Werbeagenturen machen das. Ich fand das vielleicht heute noch, ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich was erzählen soll, aber... Oh ja. Also ich werde mit der Agentur nie wieder was machen, das ist eigentlich egal. Eine Bekannte von mir, die jetzt auch am Beginn ihrer fotografischen Karriere steht, die hat ein mittelgroßes, kleineres Projekt für T-Mobile gemacht. Und die Agentur, die das in Wien macht, hat das Honorar war eigentlich ganz gut für einen Tag Arbeit. Und dann das, natürlich das Honorar wird dann direkt an die Agentur bezahlen, die Agentur reicht das weiter an den Fotografen. Die waren dann so, ja, wenn du das Geld hast, wollen wir halt quasi in bar. Von 4.000 Euro wollen wir einen Tausender zurück. Und die war so, das wurde vorher nie besprochen. Und die war so, was? Also, ja, dann überweis mir die Kohle nicht. Und wenn du das nicht akzeptierst, dann schau mir halt, dass du nie wieder einen Job in der Branche kriegst. Ja, jetzt wissen wir, wie es in Wien läuft. Ich frage jetzt mal, ich gehe jetzt mal vom Grafiktelefon oder schriftlich?
Persönlich. Persönlich, ah, okay. Auf eine Serviette geschrieben. So, dass hier aufgezeichnet und gefilmt? Ja. Okay. Also ich gehe jetzt einfach mal von Grafik und Foto weg und auch von Wien nach Frankfurt und würde fragen, was wäre denn für euch eine Motivation, sowas, euch auf sowas einzulassen bei euch, wenn ihr so eine Anfrage bekämt? Gäbe es dann eine Motivation oder sagt ihr, nee, dann gucken Sie mal woanders in gelben Seiten? Oder? Ja, ich glaube, das Entscheidende ist tatsächlich, ob eine Anfrage kommt oder ob man aus sich selbst heraus irgendwas macht. Also weil ich habe gerade auch, jetzt wenn die anderen das erzählt haben, auch so überlegt, was war unser letzter Job, den wir, oder die letzte Arbeit, Job ist was anderes, Arbeit, die wir kostenlos gemacht haben, und ist mir eingefallen, eigentlich arbeiten wir jeden Tag kostenlos. Wir sind quasi freie Künstler und ich gehe auch total mit, wenn du sagst Schmerzensgeld, weil ich muss sagen, umso weniger Kunden, umso weniger Geld, umso besser werden unsere Projekte, das ist so meine Erfahrung, also umso weniger da irgendjemand mitreden kann, umso besser können wir sein und aus dem Grund versuchen wir eigentlich immer kostenlos zu arbeiten, aber daneben für uns. Also das ist vielleicht so ein bisschen eine andere Ansichtsweise. Dass ich auch von irgendwas leben oder dass wir auch von irgendwas leben müssen, ist irgendwie klar und deswegen würde ich da mit dem Schmerzensgeld mitgehen, dass wir ab und zu natürlich Brotjobs machen müssen, die wir dann auch zum Beispiel in so Präsentationen wie gestern gar nicht vorstellen. Ja. Weil wir eigentlich am liebsten nur freie Projekte machen würden, wo wir 100% unsere eigenen Chefs sind und eben gar keinen ja, also keine Kompromisse eingehen müssen. Wie ist es bei euch in Berlin? Also vielleicht auch mit so einer guten Wendung. Also die Frage, habt ihr schon mal einen unbezahlten Job gemacht, wo ihr dann aber einen Folgejob gekriegt habt und sagt, ja, dann war es dann doch wieder gut und es war viel besser. Also es gab mal so eine Phase, da war bei uns so der Running Gag Win-Win-Situation. Das kam relativ häufig zur Sprache. Darüber haben wir auch dann so kleine Vorträge, Lectures gehalten, wo wir eingeladen worden sind. Und das gab es natürlich immer wieder. Die hatten schon ganz wenig gezahlt und dann wollten die aber am liebsten, dann haben sie gemerkt, okay, wenn das schon ganz wenig ist, das ist ja trotzdem, dann kommt das auf Blogs und kriegt ganz viel Klicks und viel her und so. Und das dauert, man braucht so 5 Jahre. Eigentlich weiß man von Anfang an, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Aber man hofft ja immer so ein bisschen, man auch selbst vermarktet man sich ja selbst übers Netz und versucht andere Leute. Um da vielleicht drüber Jobs zu generieren, aber diese Win-Win-Situation ist immer nur auf einer Seite und meistens nicht bei dem Gestalter oder bei dem, der was sich fürs Denken sozusagen bezahlt werden soll oder fürs Kreativsein. Das ist immer noch so eine, glaube ich, so eine Sache, die noch zu jung ist oder die Leute manchmal nicht verstehen, dass man ja, bevor man sozusagen Pinsel oder einen Klick macht, auch darüber nachdenkt. Das ist, glaube ich, so auch ein Hauptproblem in der gesamten Gesellschaft, glaube ich. Dass man was macht, ja, fürs Denken bezahlt zu werden. Das ist für viele Leute nicht vorstellbar. Ja. Heinrich, bei dir ist ja vielleicht ganz interessant. Du arbeitest ja bei Ostkreuz für Ostkreuz, bist also Ostkreuz-Fotograf, aber machst auch was für dich alleine ohne Ostkreuz? Also die Frage wäre, was ist denn besser, jemand im Rücken zu haben, der dann sagt, hier, da ist jemand, der will dich haben, der hat das gesehen, also sprich die Agentur ruft an, oder lieber alleine, oder geht das überhaupt, oder muss man dann sagen, ja oder nein, oder wie ist das? Also ich glaube, ich bin ja selbstständiger Fotograf, seitdem ich hier Abschluss gemacht habe, seit 2013, und der bin ich auch immer noch. Mit dem Unterschied, dass es jetzt an der E-Mail-Signatur steht, dass ich eine Agentur hinter mir habe und auch immer weiß, wenn ich anrufen kann, wenn ich Probleme habe. Okay. Und das ist schön. Nein, aber das ist bei allen, wir sind ja relativ klein, es gibt 22 Leute. Ich glaube 21 plus eine. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben alle 20 Leute so ihre Selbstständigkeit und alle so ihre Leute, die sie kennen, und Dinge, die sie gemacht haben und irgendwelche Bildredakteure, die anrufen und was wollen. Und diese Kommunikation, wo es dann um jeden einzelnen Job geht, also wenn irgendwas für den Neon ansteht, dann mache ich das immer direkt mit denen aus, mit denen per Mail oder per Telefon. Und die Agentur kommt dann ins Spiel bei der Abrechnung, da schreibe ich dann nicht mehr meine eigene Rechnung an die Redaktion direkt, sondern schicke eine Mail mit den Eckdaten, Kunde, also Neon, Ansprechpartner, Amelie, E-Mail-Adresse von ihr, Leistungsdatum, vereinbartes Honorar, vereinbarte Digitalpauschale,
Und falls Reisekosten angefallen sind, halt auch die Zugtickets. Und schickt das nicht zur Redaktion, sondern ins Berliner Agenturbüro. Und da sitzt dann Britt, die jeden Tag, also es ist die Buchhalterin, die dampft das dann alles in so eine Rechnung ein, schickt das dann zur Redaktion. Und die Agentur behält dann auch 20% ein. Und das ist eigentlich das Einzige, was so im Alltag, so, oder diesen, in diesem Joballtag anders ist. Ja. Und wenn du auf freie Projekte hinaus willst, dich dann so mach, oder war das, zieht dich das dahin? Ja, es war so die Frage, also wenn ich es richtig verstanden habe, dann manchmal behält die Agentur was und auf der anderen Seite ruft die dich aber auch an. Also ach ja, genau. Ist so ein Geben und Nehmen sozusagen, ist ja klar. Aber, genau, also ich, also es geht auf jeden Fall ein bisschen was weg, so, aber gleichzeitig freut mich halt total dabei zu sein, weil das alles, also Familie ist. So, es sind tolle Leute, tolle Fotografen, tolle Menschen vor allem und wir sehen uns relativ häufig. Und deswegen schmerzt das nicht. Ja. Und ich glaube allein schon die Tatsache, dass es in der in meiner Charakterisierung so oft genannt ist, dass ich jetzt bei dieser Agentur bin, lässt auch schon Rückschlüsse zu, dass es einfach auch irgendwie so ein Prestige-Ding ist. Also ich habe plötzlich so einen ganz großen Vertrauensvorschuss, wenn ich E-Mails an Leute schreibe und da steht irgendwas Tolles in der Agentur und so. Und das ist auch ein Aspekt. Ja. Also so dieser... Muss was können. Ja, ist, Roman, du wolltest ja, es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von Agenturen. Es gibt diese zweitverwertungsrechte Agenturen. Also du bist selbstständiger Fotograf, du arbeitest mit einer Redaktion, dort vereinbarst du das Honorar, das nimmst du auch selber ein und dann sind die Bilder, sagen wir, ein halbes oder ein Jahr gesperrt und nach der Sperre gibst du dann deine Bilder in eine Agentur, die dann die zweit- oder dritt- oder viertverwertung macht, wenn es denn gut läuft. Und dann gibt es eben diese Agenturen wie Ostkreuz, wie auch früher Bilderberg und Visum, die dann eben auch tatsächlich von jeder Einnahme, die du machst, Professorengehälter sind ausgenommen, habe ich mir sagen lassen, von Ute Maler, dass du gibst immer 20% ab, ne, von deinen Honoraren. Mhm. Und da muss man sich natürlich überlegen, ob einem das was bringt, ob man sein Geschäft so aufgestellt hat, dass man ohnehin die Akquise selber macht und selber einen Namen hat, dass die Leute einen anrufen für einen Einsteiger, wie das Heinrich ist, ist das, glaube ich, nicht ein Sechser im Lotto, aber schon richtig gut. Das ist super, ja. Das ist richtig super, weil du kommst einfach auch an Jobs ran, an denen du sonst so ohne weiteres nicht rangekommen wärst. Und ich glaube, Ostkreuz ist auch tatsächlich noch so ein Zusammenhang, wo es eine Diskussionskultur gibt, die sich dann auch tatsächlich lohnt. Das kam genau zum richtigen Zeitpunkt, weil ich gerade begonnen habe, die FH zu vermissen, Roman. Ja, siehst du. In der kalten Berufswelt ohne, ja. Also dass man, ich habe es wirklich vermisst, nicht mehr um den Tisch rumzustehen und Sachen zu sagen und sich anzuschweigen oder auch mal. Aber bedeutet das dann, wenn du bei Ostkreuz bist, dass die Jobs auch immer gut bezahlt sind? Oder haben, also sozusagen, die haben eigentlich nur Kunden, wo die wissen, die zahlen den Regeltarif oder wie auch immer was? Oder gibt es da auch mal eben ja Editorial? Ja, 150 Euro, dann musst du da noch 20 Euro von abdrücken. Also, das, was Robert gesagt hat, was nach meiner Zeit, entschuldige, ist nämlich, dass, also hier die Sache mit, dass nur gute Leute, also dass gute Kunden immer zahlen und schlechte Kunden auch mal nicht zahlen. Und das ist auch so, dass, also ich kriege eigentlich nie will irgendjemand was umsonst haben, außer wenn es meine Mitbewohner, Freunde ja. Aber und dann ist es ja halt auch bei den Magazinen immer so, dass es, also um den Daumen gepeilt, eigentlich immer 350 Euro gibt, plus minus 150 Euro. Und es ist halt so. Also es gibt lange Verträge, die man bei Gruner und Jahr unterschreibt oder bei Zeit oder beim Spiegelverlag oder Jahreszeitenverlag oder beim Bauer Verlag, egal. Und das ist, da gibt es immer so ein bisschen Spielraum und man kann auch mal sagen, ich hätte gerne einen Assi und der kriegt dann im Editorial 120 Euro, in der Werbung auch mal 400, aber das pendelt sich immer so um relativ konkreten Tarif ein, 350 oder so. Das ist, nur kurz, was meine Agentur Web Represents, also bei mir war es so, ich habe halt, als ich mit der kommerziellen Fotografie angefangen habe, wurde ich zusehends von Agenturen angefangen. Und ich war dem Konzept gegenüber relativ kritisch. Und was immer Sinn macht, ist, andere Leute anzuschreiben, die bei der Agentur sind, um zu schauen, ob die Antworten gut sind oder nicht. Und ich bin nie zu einer Agentur gegangen und dann halt so Driver Represents ums Eck gekommen und die waren an sich sehr fein, es hat sich alles gut angehört. Und ich kannte
nicht wirklich persönlich, aber als Internetfotografinnen und Fotografen, die mit denen arbeiten, und die dann alles so, ja, macht das. Das ist ja auch mit, also mit die beste Adresse, wo man sein kann. Für ja, also ich sage das jetzt für dich. Danke. Also das sind ganz unterschiedliche Konzepte, nur um es zu erklären. Also Weber Represents ist jetzt kommerzieller ausgerichtet mit vielen Modefotografen und so internationale New York, sonst wo Modefotografen, und Ostkreuz ist jetzt eher die journalistische, die Magnum der Ossis, die also einen ganz anderen Ansatz haben. Ich bin aus Bochum, Alter. Also eben quasi die ostdeutsche Variante von Magnum, die jetzt ins Bundesdeutsche aufgegangen ist. Weber sammelt halt immer wieder so kuriose Menschen wie mich ein. Also sie haben so einen Pool an Personen, die jetzt auch für die Agentur im Jahr nicht wahnsinnig viel Geld machen, aber halt irgendwie Prestige bringen, keine Ahnung. Weber Represents hat mir zum Beispiel empfohlen, den einen Job, den ich erwähnt habe, wo ich de facto 2500 Euro investiert habe, zu machen. Die haben dann aber nachher geschaut, dass wieder ein Werbejob um die Ecke kommt, wo das Geld wieder erinnert ist. Und ich mache mit denen teilweise Jobs, die sehr schlecht bezahlt sind, wo die aber sagen, die haben eine Ahnung über die Marke, sagen, es macht Sinn, das zu machen. Und die haben mir aber auch schon von Jobs, die an sich, ich nenne jetzt da nicht die Agentur, bevor ich da jetzt in Teufelsküche komme, Jobs, die an sich gut bezahlt gewesen wären, wo ich gedacht habe, das wäre sinnvoll, haben sie gesagt, das ist vollkommen unterbezahlt, macht das nicht. Also für das, was die eigentlich wollen, in Bezug auf Rechte und Verwertung, ist das ein Witz und wir machen das nicht. Also Weber, meine Agentur, die ich für sehr befähigt halte, kostet mich teilweise Geld, ein bisschen, nach Rücksprache, und bringt aber auch wieder Geld. Also die haben, glaube ich, einen guten Plan, wie Werbe- und editoriale Welten funktionieren, und versuchen mich immer dahin zu steuern, wo sie glauben, dass das dann was bringt. Teilweise kostet das und teilweise bringt das. Aber musst du da auch Prozente abdrücken? Wenn du drauf zahlst, kriegst du was von denen auch wieder zurück? Nein, es ist so, also die sind sehr, ja, das kann man schon sagen, die sind sehr kulant. Also normalerweise, die verlangen halt 25%. Und es gibt eine Agenturpauschale, das sind eigentlich 3000 Euro im Jahr, die man fix zahlt. Habe ich noch nie gezahlt. Und weil die sagen halt so lange, also das verlangen sie halt dann, wenn der Fotograf oder die Fotografin funktioniert. Und es war jetzt bei vielen Jobs so, dass ich gesagt habe, ja, ich hätte jetzt, ich stelle halt die Rechnung quasi an meine Agentur, die reichen das weiter. Und gesagt, ja, gerade bei so Editorialgeschichten, wo halt so 500 Euro, 1000 Euro, 1500 Euro. Ich sage, ich schicke euch jetzt die Rechnung, reicht es das weiter? Und sie waren so, ja, stell die Rechnung und das passt schon. Weiß nicht, warum das so ist. Und machst du alle Sachen über die auch redaktionelle Sachen oder nur Werbe? Nein, also Werbe? Es gibt Magazine oder jetzt auch, ich mache einiges mit Wing Creative, die halt so zwischen Editorial und Werbung sind, und mit denen kommuniziere ich schon direkt, weil das hat sich halt so eingependelt. Das kommt immer drauf an. Meistens schalte ich die Agentur dann dazwischen, wenn ich Angst habe, dass jetzt irgendwas schief läuft. Dann ist meistens auch gut, dass die Agentur dazwischen ist und sagt, okay, das geht sich nicht aus. Aber ist die korrektere Vokabel nicht Repräsentanz? Also ich kenne die jetzt gar nicht, aber ist das nicht... Ja, also ja, sie heißt ja Weber. Das wollte ich klar machen mit dem Unterschied zwischen Ostkreuz und der Agentur, dass es aber nicht ganz vergleichbar ist. Was ist der Unterschied? Ich weiß es nicht. Ja, nur, also der... Ja, ist ein anderes Thema, so eine Art Agent quasi, oder so? Ja, es ist, also das ist eher kommerziell ausgerichtete Agentur, und ehrlich, also nicht, bei Ostkreuz geht es weniger im Alltag um die großen Werbebudgets, sondern auch ums ganze Handling, auch was, deswegen war die Frage, ob die auch redaktionelle Sachen betreuen, weil ich kann mir vorstellen, der 150-Euro-Job würde Weber wahrscheinlich gar nicht so sehr interessieren, oder? Also auch zum Beispiel, Weber hat bei dem, wo ich Geld in die Hand genommen habe, das war auch ein Editorial, das war zwar fashion-orientiert, aber trotzdem. Und die, da haben auch zwei Leute halt 3 Tage dran gearbeitet, und die bekommen halt kein Geld dafür. Dort dann also auch von der, die, also die werden schon von der, die Angestellten, ich will mich da jetzt gar nicht einmischen. Also genau, also das ist eher so Magnum, und ich weiß nicht, was der Vergleich ist. Das ist eine Repräsentanzagentur, die Fotografen vertritt und Akquise und betreibt. Die Fotografen sich auch gar nicht untereinander kennen. Und die Fotografen sich nicht zwingend untereinander kennen. Genau. Ostkreuz ist doch auch, euch gehört doch allen auch. Ja, ja, Gesellschaft. Das ist eine Gesellschaft am Ende. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich der große Unterschied. Ja, genau. Und die leben alle in Berlin, bis auf ein paar Ausnahmen. Und bei diesen Repräsentanzen hast du halt eine Menge Individualisten, die du irgendwo in Europa oder auf der Welt einsammelst, die dann das Profil haben und Qualität, und die bringst du dann gewinnbringend an den Start. Ne? Roman, wieder was gelernt. Du darfst gleich das Wort behalten, weil ich wollte dich jetzt fragen, wenn du das alles hörst so und jetzt hier Professor bist und Dekan. Würdest du gerne wieder mal zurück, die Zeit zurückdrehen, freier Fotograf sein oder
Nein, und wenn ja, warum, oder wenn nein, warum nicht? Also die Frage habe ich gerade auch heute noch einmal besprochen mit Christoph Bangert, der ja auch hier ist und einen Workshop macht und der mich dann so fragte, wie das denn hier war, nachdem ich 15 Jahre frei beruflicher Fotograf war, hier in Bielefeld Professor zu werden. Und ich habe gesagt, ich habe natürlich meinen Job anfangs auch sehr vermisst, also so weltreisender Fotograf durch die Welt und immer Doppelseitenveröffentlichungen im FAZ-Magazin. Das war toll, aber ich hatte auch das Gefühl, dass es dann gut war. Also ich hatte auch sehr viel gemacht und hatte natürlich erst einmal Schwierigkeiten, mich hier in Bielefeld einzufinden. Ne? Also als Fotograf entwickelt man ja auch so eine Art Autismus. Ne? Also man ist immer alleine unterwegs und ab und zu trifft man einen Schreiber und mit dem redet man dann mal zwei Wochen und dann ist man wieder alleine unterwegs. Ne? Und hier ist man ja ständig am Kommunizieren, hat Kollegen, hat Studenten. Das musste ich erst einmal wieder erlernen. Und ich habe dann auch schon nach einer Weile meinen Job vermisst. Das ist heute, das waren Phantomschmerzen, so die ersten Jahre, ist aber heute vorbei. Also ich bin froh, dass ich eigene Projekte machen kann mit kleinen Budgets, die ich mir hier und da organisiere und dann auch arbeite für mich und nicht davon abhängig bin, dass es jemandem gefällt. Also es ist nicht einmal diese direkte Verwertung, ist gar nicht das erste Entscheidende. Natürlich war es eine schöne Zeit. Ich habe auch mal umsonst gearbeitet, ich müsste diese Geschichte schon noch ergänzen, weil sie ausgerechnet hier in Bielefeld stattfand. Als ich nämlich hier schon Professor war, bekam ich von einer Berliner Agentur, die für die Autostadt-Zeitung, die es damals noch gab, eine Geschichte machte, und Bielefeld war in diesem Jahr die sicherste Stadt in Deutschland. Und das war der Aufhänger, und Hamburg war die unsicherste Stadt in Deutschland. Und so habe ich dann Porträts gemacht hier in Bielefeld von irgendwelchen Leuten, die interviewt worden sind. Und das war okay, das war ein Job, den habe ich dann auch hier mit meinem Dasein in Bielefeld verbinden können. Dann ist die Agentur allerdings pleite gegangen. Und dann konnte ich sozusagen, die sind insolvent gegangen und ich habe mein Honorar und auch das Material, was ich reingesteckt habe, nicht bekommen, aber das war natürlich ein Unfall. Man muss sagen, das hat sich, glaube ich, auch auf dem Editorial-Bereich erst so in den 90er Jahren entwickelt, dass es überhaupt Publikationen gab, die anfingen so zu funktionieren, dass sie ein Showcase für Fotografen vielleicht waren und deshalb auch wenig Honorar oder manchmal gar nicht Honorar gezahlt haben. Also Dummy Magazin war in der Zeit, wo ich noch professionell gearbeitet habe, ein Magazin, die dann auch schon mal anfragten, ob man nicht eine Geschichte macht oder eine verkauft, für gar kein Geld. Ist aber heute anders. Ist heute anders, ja. Aber die haben sich dann vielleicht auch entwickelt. Aber das war damals für mich so eine absurde Anfrage, die habe ich gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ne? Das ist so, als würde man in den Supermarkt gehen und an der Kasse fragen, darf ich so mitnehmen? Und so kam mir das vor damals. Ne? Das hat sich dann geändert, weil auch die Jobs im Editorial-Bereich ein bisschen weniger geworden sind und man durchaus eine Chance sah, sich einmal zu zeigen, vielleicht auch auf eine coole Art und Weise in einem coolen Magazin, nicht in der Hoffnung, dass dieses Magazin einen dann später besser bezahlt, aber dass eben andere Leute auf einen aufmerksam werden. Das ist aber nicht nachzuprüfen, ob das wirklich funktioniert. Nicht? Also das muss jeder für sich selber ausmachen. Ich habe vor 1000 Jahren in der Bildredaktion der Männer Vogue gearbeitet und da war es so, dass die Michelle Combs dieser Zeit, also zu dieser Zeit, alle für den regulären Preis auch da gearbeitet. Es gab einen festen Seitenpreis für die Fotostrecken. Dafür haben die gearbeitet, das haben die genau aus dem Grund gemacht, um einfach dann für die Werbekunden einfach noch präsent zu sein, ja, weil sie damit natürlich das Geld verdient haben, nicht mit diesen Editorial-Geschichten da in der Vogue oder so. Da haben die echt immer für relativ wenig Geld dann auch gearbeitet. Mhm. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber vor 1000 Jahren war das so. Da würde auch so ein bisschen meine Frage hingehen. Also es scheint so, als sei so diese Branche der Gestalter, vielleicht trifft es für die Grafiker noch mehr zu als für die Fotografen, wären das mal gut bezahlte Berufe gewesen. Weiß nicht, vielleicht ist es auch ein Mythos. Und heute sagt man, das ist nicht mehr so. Und dann würde ich einfach mal in die Runde fragen, oder vielleicht auch Sebastian bei euch, glaubst du, dass es irgendwie, das sind das rosige Zeiten jetzt gerade oder nicht so? Oder wenn ja, woran könnte das liegen? Oder
gibt es ein Überangebot an Gestalterinnen und Gestalter vielleicht, dass es daran liegt, dass jeder das irgendwie macht? Oder darf ich gleich sagen, ja. Ja, so ein bisschen. Ich habe in den letzten Jahren immer so ein bisschen oder häufig das Gefühl gehabt, Kreativbranche oder was Kreatives zu studieren, ist auf jeden Fall, das ist ein Mainstream geworden. Das ist so wie früher, wie wir angefangen haben zu studieren, was noch ein bisschen was Besonderes. Da haben alle BWL studiert. Was studiere ich jetzt? Ach, keine Ahnung, studiere ich BWL. Und in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen das Gefühl, ist auch nur meine Wahrnehmung, dass viele einfach sagen, ja, ich bin irgendwie ganz geschickt so, bin kreativ, also studiere ich mal das. Und es gibt anscheinend auch die Möglichkeit, also relativ viele Hochschulen in Deutschland, die brauchen ja auch alle Studenten, die leben ja davon und machen es einfach, wissen aber eigentlich gar nicht, was sie genau wollen. Ne? Das ist dann so eben diese Ausbildung, aber dass sie da so weit sind, hat ja was wieder mit der Ausbildung zu tun, die sie davor gemacht haben, dass sie eben Grundschule gemacht haben und da durchgetrieben worden sind und dann auf einmal an einem Punkt sind, alles kürzer wurde, komprimierter wurde, keiner konnte sich selbst entwickeln und man denkt, man ist kreativ, weil das ja gerade angesagt ist und das dann macht. Und ich hat dann, glaube ich, gar nichts mit den Hochschulen selbst zu tun, dass es da schlechtere Leute oder viele Leute das einfach machen, sondern die Leute annehmen müssen, weil sie ja auch einen gewissen Satz an Leuten jedes Jahr aufnehmen müssen. Ne? Das ist ja, und in Deutschland ist ja auch ein Schlaraffenland, was Hochschulen und Unis, glaube ich, angeht. Ne? Also, es gibt ja auch unglaublich viele und dementsprechend ist es, glaube ich, schon auch schwierig. Ne? Also Berlin ist ja auch, gab es den Witz, schmeißt man irgendwie einen Stein aus dem Fenster und dann trifft man auf jeden Fall einen Kreativen. So, ne? Das ist ja auch so gewachsen. Mittlerweile wächst die Stadt, ist ja auch noch jung und die Leute wachsen damit. Wir sind damit gewachsen, wir sind knapp 10 Jahre da und haben das noch so ein bisschen so mitbekommen, wie Neukölln gerade noch alles leer stand und da dann die jungen Kreativen ihre Ladenbüros für 1 Euro den Quadratmeter noch bekommen haben und so. Und damit sind wir auch gestartet. Man brauchte nicht viel, man hat doch eben geguckt, wie kommt man voran und dann sich so nach und nach irgendwie dran hergehangelt. Aber es gibt ein Überangebot, glaube ich, schon. Ja. Und es versuchen viele in Berlin auch günstig was zu holen. Das ist das Problem an Berlin. Wieder zum Geld dann natürlich auch wieder. Ja. Es gibt immer einen Doofen, der es dann noch für noch weniger Geld. Ganz genau. Und das ist eine Abwärtsspirale natürlich auch. Ne? Wir haben ein befreundetes Grafikdesignbüro, die hatten in Norwegen und in Berlin ein Büro beides und die mussten eigentlich dann das Berlin-Büro aufgeben, beziehungsweise nicht mehr so eng zusammenarbeiten, weil dann natürlich die Norweger, die eigentlich grundsätzlich mehr ausgeben, auch für das Büro da, gesagt haben, ja, aber ihr seid doch in Berlin und dann kriegten die auch immer Probleme mit ihren Kunden in Norwegen, weil die meinten, ja, ihr seid doch in Berlin, da kostet das doch alles nur die Hälfte. Ja, und dann mussten das war auch schwierig, so. Dann musste das wieder getrennt werden. So. Und das ist, aber dadurch haben wir viele Freiheiten da. Noch. Hollywood produziert doch so viele Filme jetzt in der Region und so, und die nennen die Berliner The White Mexicans, weil die so billig arbeiten. Ja, vielleicht nochmal an euch beide Fotografen in der Runde. So viele Richtungen falsch und rassistisch. Ja. Also das haben wir doch so im Grafikbereich gehört. Und in den Fotobereich bei euch, also was kann man sich denn jetzt sozusagen dann noch leisten, so als Magazinfotograf an euch beide vielleicht gefragt, sowohl was jetzt eben so Anschaffungen betrifft oder überhaupt Planungen, als auch sowas wie... Arbeitszeiten oder wie will ich eigentlich leben? Ist das alles irgendwie, kann man da, ist da gar kein Polster mehr? Also ist das irgendwie so eine, ich guck mal, wie lange es geht? Oder ist da schon noch eine langfristige Planung möglich? Also war die auf der Fotokina und hat da eingekauft? Oder? Portfolios verteilt? Also ein Monat hat ja 4 Wochen und jede Woche hat 5 Werktage, also hat man pro Monat 20 Werktage. Und wenn man Glück hat, hat man irgendwie von diesen 20 Werktagen, in denen man potenziell arbeitet, vielleicht 10 Jobs und das ist schon viel pro Monat. Und wenn jeder Job für ein Magazin 400 Euro bringt, dann sind es 10 mal 400, also 4000 Euro. Also ich glaube, viel besser als 10 Jobs pro Monat wird es halt nicht. Und das sind halt dann 4000 Euro und das ist jetzt auch nicht so, klar, es ist viel, aber nicht BMW-Manager viel. So. Also geht so halt. Wir haben mal eine Umfrage gemacht unter guten Agenturen sogar, also jetzt, da sind nur gute Agenturen dabei gewesen, was die so Absolventen zahlen. Und da kommen wir auf so einen Durchschnittswert, 2013 allerdings, von 2000
100 bis 2200 brutto. Ne? Ich glaube nämlich auch den. Agenturen, gute Agenturen. Du hast gesagt, wir haben mal gefragt. Wer ja, von der Hochschule aus haben wir mal. Ich habe die einfach mal angeschrieben, auch was die in Praktika bezahlen. Und das heißt, wenn man jetzt den Schnitt durch alle Unternehmen nimmt, durch alle Agenturen, ist der Schnitt natürlich noch weiter unten. Ne? Also deswegen, das sind so die Zahlen, auf die man sich einstellen muss. Und von daher ist uns ja 4.000 dann schon. Ich finde nämlich auch, ich glaube, dass es dem Fotografen da tatsächlich besser geht als Grafiker. Wenn ich das in meinem Umfeld sehe, alle Grafikerfreunde von mir, die sitzen, also das ist jetzt gar kein Flachs, wenn ihr ein eigenes, also wenn sie einen Bürojob haben, dann machen sie jeden Tag 3 Überstunden und wenn sie ihr eigenes Büro haben, dann gehen die nie nach Hause. Also ein bisschen überspitzt gesagt, aber es sind viel längere Zeiten für viel, also mich haben die mal gefragt, wann fängst du denn morgens so an zu arbeiten? Oder wann fängst du denn an zu arbeiten? Da habe ich gesagt, mittwochs. So jetzt blöd gesagt, das ist so ein bisschen wie der Fotograf, das macht man händelt und klar, also ein bisschen so im Spaß. Aber merke ich nicht. Ich finde so, wie Heinrich, das war schon ein ganz guter Überschlag von, und das ist jetzt ja für jemand, der nur redaktionell arbeitet, wenn man jetzt das Glück hat und man hat zwischendrin, kann es ja auch mal einen Tag geben, wo man 2000 Euro verdient, weil man bessere Rechte bezahlt kriegt oder so. Also da würde mich jetzt mal interessieren, wie, sagen wir mal, so die Gewichtung ist, weil wir haben schon gerade eben gehört, dass es ein Sechser im Lotto ist im Prinzip jetzt so, diese Ostkreuz-Verbindung da auch. Wie hoch ist der Anteil der, die jetzt einen Sechser im Lotto haben, zu den anderen? Also das, ich meine, wenn das die Regel ist, dann wow, super. Es gibt sicherlich auch Absolventen, die mehr verdienen, aber im Schnitt liegt man halt da. Wie ist denn der Schnitt? Das ist, glaube ich, die unfaire Frage. Also das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil jetzt blöd gesagt sitzen wir hier oben, weil wir also die Ehre haben, hierher zu kommen und euch unterrichten zu dürfen. Dafür haben wir auf uns aufmerksam gemacht und sind genau, also so haben das Glück. Damit man kein falsches Bild vermittelt. Ja, genau. Also oh mein Gott, irgendwie. Also dafür müsste man quasi für sich selber zurückgehen in, was war mein Abschlussjahrgang, wie viele Leute waren wir da, 30, 40 Kommilitonen und so, und wie viele von denen kommen auf 10 Tage im Monat oder so, und dann weiß ich auch genug Leute, die vielleicht auf 2 Tage in 3 Monaten kommen, blöd gesagt. Ja? Und, aber das gibt es natürlich auch. Ja, wir als Hochschule haben da auch keinen richtigen Durchblick. Ich meine, ich bin jetzt 15 Jahre in diesem Beruf und ich höre natürlich immer auch nur von denen, aus denen irgendwie was geworden ist oder die auch Lust haben, sich wieder zu melden oder mal wieder zu einer Werkschau kommen. Und die anderen hört man dann manchmal, wenn man redet mit älteren Studenten, was ist denn so aus dem geworden, weiß ich nicht oder so. Also das ist natürlich in der Bundesrepublik und an Hochschulen gibt es ja auch Absolventenbefragungen. Ne? Das wird auch tatsächlich gemacht. Nach 1,5 Jahren wird gefragt. Der Rücklauf dabei ist ungefähr 40%. 40% der Absolventen geben dann Rücklauf. Vermutlich wahrscheinlich auch nur die, die auch was zu berichten haben. Ja? Da sieht es gar nicht so schlecht aus. Ich kann das jetzt nicht aus dem Kopf zitieren, aber es ist nicht so krass, wie man das immer so vermutet. Und zumindest bei denen, die ich dann auch immer wieder treffe, höre ich eigentlich immer ganz tolle Geschichten und denke, so schlecht ist dieser Beruf ja nicht, wie er auch immer dargestellt wird. Natürlich vergisst man viele, aber diese viele, die es auch gibt, die bleiben ja nicht immer auf dem Status, dass sie in 3 Monaten 2 Tage arbeiten, weil das hält ja niemand durch, sondern die müssen dann irgendwas anderes finden. Und das tun die dann auch, nicht? Also dann finden die andere Berufe, vielleicht nochmal ein anderes Studium. Und dann würde man sich natürlich fragen, was hat jetzt diese Zeit hier gebracht, die man hier in Bielefeld oder sonst wo studiert hat. Und da kann ich immer nur sagen, die bringt natürlich was, die bringt viel. Man hat was gelernt, auch wenn man es nicht direkt in einen Beruf ummünzen könnte. Also ein wirklich gutes Beispiel ist ein Freund von mir, ein Schulfreund, der hat Kunst studiert in Düsseldorf. Ich bin so mehr in die sichere Schiene angewandte Kunst gegangen, habe Fotodesign studiert. Und er so als Künstler hat alle Stationen durchgemacht bis zum Meisterschüler und hat alles gemacht. Hatte aber schon gemerkt, dass es nichts wird mit der Kunst. Also damit wird er nicht durchstarten, hat ein Wirtschaftsstudium noch parallel gemacht. Und ist heute Chef von Bösner. Also dieser Versand, der diese ganzen Pinsel verkauft. Also da hat er seine Karriere gemacht, hat jetzt aber, da habe ich ihn auch gefragt, sag mal, dieses Kunststudium, das hättest du doch auch ans Knie nageln können. Er meinte, nein. Ja, bei Bösner. Naja, ja, das ist jetzt erst einmal so ein bisschen der Gag, aber darum geht es nicht. Ne? Er ist im Marketing und im Management heute,
Aber er sagt, er hat im Kunststudium natürlich wahnsinnig viel gelernt, selbst organisiert zu arbeiten, sich selbst zu motivieren, selbst anzutreiben, nicht Entscheidungen zu treffen und auch Niederlagen mit denen umzugehen. Und dieses Studium ist schon natürlich auch, sagen wir mal, ein kultureller Beitrag, ein Bildungsbeitrag. Und das ist auch etwas, worauf sich die Hochschulen natürlich auch gerne zurückziehen. Das klingt ja auch sehr nett, aber trotzdem ist ja auch, sagen wir, dieser Sprung oder dieser Spagat in die Praxis doch immer für uns die Herausforderung. Also die nicht aus den Augen zu verlieren und uns nicht nur auf so einen Bildungssektor zurückzuziehen, sondern eben auch vielleicht auch solche Runden zu haben wie heute Abend hier, um dann auch so ein bisschen hinauszuschauen. Kommen wir vielleicht gleich auch nochmal dazu, zu der, was es für die Hochschulausbildung heißt. Ich würde gerne von dir nochmal hören, also wie ist das bei euch? Also macht das ein Leben, was ihr macht, oder habt ihr alle noch andere Standbeine irgendwie, oder wie ist das in eurem Bereich? Ja, ich muss dazu sagen, wir sind noch ziemlich neu, und aber sind jetzt seit circa einem Jahr selbstständig oder haben uns gegründet, haben eine offizielle Rechtsform bekommen. Und habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wir machen auf jeden Fall auch Pro-Jobs. Es ist jetzt nicht, dass wir jetzt schon sagen können, nein, wir machen nur das, was wir selber produzieren wollen und kriegen das irgendwie verkauft, sondern hier und da nehmen wir auf jeden Fall auch Aufträge an. Trotzdem ist es unser Ziel, irgendwann nur noch das machen zu können, was wir selber machen wollen, und eher im Nachhinein eigentlich zu verkaufen, beziehungsweise mit Leuten zusammenzuarbeiten, die uns von Anfang an machen lassen, was wir wollen. Und eine Möglichkeit sind natürlich dann in dem Fall Stipendien. Also wir haben jetzt zum Beispiel, kann man mittlerweile so sagen, wir haben das Stipendium von der Bundeskulturstiftung gewonnen, oder ein Stipendium für 2 Jahre. Das heißt, das ist dann schon mal so auf jeden Fall so eine Absicherung. Und diese ganze Diskussion darüber, ob wie Sachen bezahlt werden und so, finde ich auf jeden Fall spannend, aber es ist bei uns irgendwie ein bisschen anders, weil wir eigentlich so versuchen, ein bisschen ganzheitlichen Ansatz zu haben und eigentlich eher sagen, wir wollen arbeiten, wir wollen ein gutes Leben haben, und das muss natürlich auch irgendwie bezahlt werden. Aber so ins Detail und uns die ganze Zeit mit Geld beschäftigen, das wäre uns vielleicht auch irgendwie zu stressig. Also wir haben eher Lust, uns da irgendwie aufs Kreative zu konzentrieren und hoffen natürlich irgendwie so erfolgreich zu sein, dass wir das machen, irgendwann so machen können. Werden vielleicht aber nie so erfolgreich sein, dass wir Millionäre werden natürlich. Aber und glaubst du, das liegt jetzt auch an dem Ort, an dem ihr seid, dass das da möglich ist? Oder ist das irgendwie... Also das kann schon gut sein, dass Frankfurt da ein anderer Standort ist als Berlin. Also ihr habt ja... Offenbach ist ja auch nochmal so ein bisschen das Stiefkind, oder auch viel möglich, auch wieder so ein bisschen. Genau. Also sozusagen das ist eigentlich die ideale Kombination. Ja, also eigentlich, genau, wir sind in Offenbach, wo wir jetzt zum Beispiel auch gerade unser Büro einrichten, was wir auch in den nächsten Jahren mietfrei haben, was eine unheimliche Chance für uns ist, gerade so als neu gegründete. Haben aber gleichzeitig natürlich auch schon Kunden gehabt, die dann aus Frankfurt kommen, wo wahrscheinlich andere Preise bezahlt werden als in Berlin. Und vor allen Dingen ist der Konkurrenzkampf wahrscheinlich einfach nicht so hoch. Ja, wir sind da ja auch nicht so in dem, wir haben uns da ja auch eigentlich entwickelt und gebildet. Also das, was wir hier schon eigentlich während des Studiums die ganze Zeit gemacht haben, konnten wir da weiterleben so ein Stück weit. Und haben eigentlich auch, wir haben kommerzielle Jobs, wir machen immer wieder, kommerzielle Jobs wird weniger, dafür größer vielleicht, weil wir auch eben älter werden, bekannter werden, dadurch eben auch andere Marken auf uns aufmerksam werden und uns als Name als haben wollen, so als, oder als Image, als Testimonial, sagt man ja so schön. Ja, da muss man halt auch mal, denn das ist natürlich ein Luxus, aber das ging ja, hat 10, 15 Jahre gedauert, bis man irgendwo sich da in der freien Arbeit, wo man immer wieder nebenbei kommerzielle Jobs, Grafikjobs, Logo-Jobs macht, Illustrationsjobs für T-Shirt-Labels oder Plattencover, die schlecht bezahlt sind und. Und daraufhin, ja, es ist bei Berlin für uns eigentlich so, oder es ist immer noch eigentlich so eine Spielwiese gewesen, und die haben das genutzt, die Möglichkeit, wenig Miete zu zahlen, wenig Grundkosten zu haben, und waren nie darauf aus, die große Markt zu machen, sind wir immer noch nicht. Also das ist, wir müssen aber natürlich, wird man älter, es steigen die Kosten, auf einmal verdoppelt sich die Miete vom Atelier, und dann verdienst du aber trotzdem nicht doppelt so viel, oder? Ne, das sind ja solche Sachen, und da muss man eben abschätzen, aber mit diesen Erfahrungen, die wir eben gesammelt haben, und auch das Netzwerk, was ganz natürlich ganz wichtig ist, Leute kennenzulernen, zu wissen, man hat mit denen schon mal vor ein paar Jahren gearbeitet, dann gibt es da Vertrauen, und dadurch werden die Jobs ja auch größer oder kommen größere Kunden da auf uns zu sprechen, und das ist natürlich Luxus, aber es ist auch immer Berg- und Talfahrt. Ne? Sind wir eher auch, dadurch, dass wir so frei sind, künstlerischer unterwegs, gibt es auch kein Tagesgeschäft, kein
kein sicheres Geld in dem Sinne. Laufkundschaft. Sowas gibt es ja nicht. Das ist ja viel. Wir haben mal versucht, Akquise zu machen. Was heißt das? So, also wir haben Kaltakquise, aber Leute, die uns, keine wirklichen richtigen Agenten, die voll drin waren, aber Leute, die mich uns repräsentieren wollten. Und das war halt auch schwierig. Oder wir haben selbst versucht, Klinken zu putzen. Das waren immer nur schlechte, miese Jobs. Und das hat so viel Energie gekostet. Und das hat sich nie für uns gelohnt. Dann haben wir eher, um Akquise zu machen, selbst Ausstellungen organisiert und haben was selbst in die Hand gemacht, haben da umsonst sozusagen für gearbeitet. Und das hat dann wieder was Neues gebracht und hat auch neue Ideen gebracht oder hat Leute gezeigt, so, das machen die. Und dann wurde es wieder irgendwie versucht, kommerziell zu machen oder eben dafür zu nutzen. Das ist bei uns auch eigentlich genauso. Also wir machen unheimlich viele Projekte, deswegen kann ich das auch nicht so ganz unterschreiben, was vorhin gesagt wurde, dass Jobs, die nicht oder schlecht bezahlt sind, irgendwie nichts bringen. Also weil eigentlich bei uns war es immer so, dass die unbezahlten Jobs, wo wir wirklich frei das machen konnten, worauf wir wirklich Bock haben, waren eigentlich immer die, worauf wir angesprochen wurden. Also wenn wir in unserem Portfolio eigentlich nur diese Projekte zeigen, weil wir die anderen fast nicht zeigen können, weil die Kunden die teilweise so verderben, unsere Ideen ist so. Also wenn wir mit Kunden teilweise reden, wir haben am Anfang eine gute Idee, die wir noch selbst vertreten können und am Ende wird die so runterreduziert, dass wir selbst am Ende nicht mehr dahinter stehen können. Und bei uns ist es definitiv so, dass eigentlich diese Projekte, die wir aus Eigeninitiative gemacht haben, wo wir kein Geld für bekommen haben, das sind die Projekte, die uns regelmäßig die Jobs, die dann wieder bezahlt werden, auch an Land bringen. Ich glaube aber, was da der große Unterschied zwischen, also für Fotografen, finde ich, gilt es noch eher als bei Grafik, weil man bei Grafik, glaube ich, die Einschränkungen und diese Kundenwünsche viel konkreter sind oder viel restriktiver sind als bei einem Fotografen, weil ich für mich selber beim Fotografieren habe noch nie drüber nachgedacht, das ist jetzt bei Porträt nochmal ein bisschen was anderes vielleicht als bei Stilllifes oder solchen Sachen, noch nie drüber nachgedacht, ein Porträt zu machen, was aussehen soll, wie das dem dann gefällt. Ich mache immer alles, was ich mache, zu 100%, so wie ich das selber gut finde und finde dazu die Kunden, die das haben wollen. Also es gibt quasi keine, also die Bedürfnisse sind vorher klar abgesteckt auf das, was ich mache. Deswegen unterscheidet sich quasi der bezahlte Job bei mir ästhetisch nicht von dem unbezahlten. Und ich verstehe, kann es mir gut vorstellen, dass ein unbezahlter Grafikjob, wo du jetzt keine Vorgaben hast und machen kannst, was du magst, oder gerade deswegen, weil du dir da nicht reinreden kannst, dass der dir was bringt, weil du ästhetisch was vorwärts bringen kannst, um zu zeigen. Aber vielleicht bist du auch in einer privilegierten Situation, dass die Leute zu dir kommen, weil sie den Stil haben wollen. Aber da sollte man ja versuchen, sich dahin zu arbeiten. Also ich glaube ehrlich gesagt, absolut, für den, der das nicht hat, der wird sich schwer tun. Also das, ich mag jetzt nicht auf dem hohen Ross sitzen. Die Frage eben auch, ist das jetzt die Regel wieder oder ist das jetzt die Regel eher die, ich kriege jetzt einen Job und ich muss den ähnlich eben Grafikdesign, ich muss jetzt halt einfach machen und der Kunde redet mir da irgendwie blöd rein. Als Fotograf glaube ich aber, dass man damit verhungert, mit der Haltung zu sagen, weil du dann ja immer austauschbar wirst. Wo ist denn die Frage, wenn ich als Kunde komme und ich sage, ich möchte ein Foto, was aussieht wie, dann wird er ja 20 Leute finden, die das umsetzen. Wenn er sagt, ich will ein Foto, was aussieht wie er das macht, wie deins, dann bist du derjenige, der das macht und dann hast du eine Daseinsberechtigung in deinem Beruf. Und das ist, glaube ich, der Grundsatz, den man haben muss. Und als Grafiker kann man quasi für sich Maßstäbe etablieren, auch über solche Dinge, um im Idealfall dann vielleicht auch an den Punkt zu kommen, wo man sagt, ja genau das hätten wir auch gern für ein Projekt, wo jetzt unser Budget da ist dafür. Ja, bei Grafiker ist ja, also wir haben Kommunikationsdesign, wir sind halt mit Julio zusammen, wir arbeiten seit 15 Jahren, oder kennen uns seit 15 Jahren, haben uns hier bei der Aufnahmeprüfung kennengelernt und arbeiten seit 10 Jahren in Berlin als GWR zusammen, zu zweit, immer zu zweit, ab und zu kommen mal welche, also in die Feste, sondern und wir sind ja auch, ja, wir haben das zwar studiert, aber es ist auch noch, bei euch ist es relativ klar. Wir müssen uns eigentlich entscheiden, machen wir jetzt Corporate, machen wir jetzt Editorial, machen wir das, brauchen die Schublade. Ja. Und da sind wir ja auch, also wir überhaupt nicht drin, sollten wir mal reingesteckt werden, werden immer noch, dann haben wir irgendwann, weil wir aus dem Graffiti kommen oder mal da was gemacht haben, sind wir auf einmal Urban Artist. So. What the fuck, was ist das für ein Begriff? Gebildet von irgendwelchen um das zu verkaufen. So. Und da gehören wir aber auch nicht rein. Da werden wir aber zu irgendwelchen Meetings und Festivals dazu eingeladen, weil wir da auch irgendwo ankratzen, aber auch wieder nicht. Also man schlängelt sich da, das ist auch nochmal immer ganz schwierig, wie man sich selbst verkauft. Und häufig kann man das, also wir konnten das 10 Jahre lang nicht, weil es auch, ja, wir haben es immer irgendwie gesucht und das ist, glaube ich, bei den Jungs auch nochmal, die sind ja auch dann Architekten. So, oder die machen ja wieder Projektplan. Ja, also, Entschuldigung. Grafiker ist auch, was ist das für ein
Teil, das ist, das ist ja auch ein Wort, der Kommunikationsdesigner. Ja, sind wir Kommunikationsdesigner? Vielleicht, ja, wenn ihr Sachen baut. Künstler. Ja, das ist so der einfachste Begriff. Ne? Aber das spaltet sich, das sind dann so viele kleine Schubladen, wo wir drin arbeiten und die wechseln auch ständig. Und ja, Fotografie kannst du damit eigentlich nicht vergleichen. Eben, das meine ich damit. Das ist eine bisschen andere Form von Dienstleistung. Und natürlich gibt es gute Grafiker oder Kommunikationsdesigner, die genau wissen, ich bin hier der Editorial-Chef oder ich habe bei Fleischmann studiert und mache hier die geile Typo. Und der zieht das auch bis zum Exzess durch und verdient auch sein Geld mit. Aber was machen die Leute, die rechts, links Bock haben, eben kreativ zu sein? Einer von 1000, so, ne? Das meine ich so nicht. Ich bin eigentlich davon überzeugt, dass bei den Fotografen auch nicht alle das so durchziehen können. Na, natürlich nicht. Oder? Und das sind da auch diese Dienstleister auch mal eingeraten, natürlich auch. Ne? Ich habe gestern... Aber die Dienstleistung, nur jetzt, also nur um das einmal nur kurz zu parieren, die Dienstleistung, ich bin, wenn mich jemand fragt, was für eine Form von Fotograf bist du, sage ich, ich bin Dienstleister. Das ist auch genau das, was ich mache. Ich illustriere Geschichten in Magazinen und ich erfülle Bedürfnisse, die es braucht, um die Inhalte zu erzählen, über das, was ich da mache. Aber ästhetisch hat das keinen Einfluss auf das, mit welcher Ästhetik ich das mache. Also so meinte ich es. Verstehst du, was? Also ich würde jetzt nicht das, meine Ästhetik anpassen, zwingend auf. Ja. Also so, drum sehe ich keinen Unterschied zwischen einem ganz. Also wenn ich jetzt Kunst machen würde, ich würde ein Projekt für mich selber machen, würde ich es haargenauso fotografieren, wie ich den BMW-Geschäftsbericht fotografiere. Von der ästhetischen Herangehensweise und von der Haltung dem Subjekt, dem Sujet gegenüber. Aber vielleicht ist. Kann ganz gut sein. Ja. Heinrich, die von gestern. Und auch ich sehe das eigentlich auch so wie du, also dass man, oder in der, meistens ist es so, dass die guten Bildredakteure dann halt auch wissen für eine bestimmte Geschichte, dass sie dann eine Vision entwickeln und mit der Artdirektion eine Richtung vorgeben, stilistisch oder inhaltlich. Und dann so relativ zielgenau, je nachdem, an welchem Ort auch die Geschichte ist, also ob es in Hamburg oder Freiburg ist, dann halt zwei, drei Kandidaten vor Ort haben und dann halt anrufen, bis jemand kann vor Ort. Und also dann haben die halt diese eine relativ enge Vorauswahl an Leuten, die eh schon passen könnten. Und dann muss sich der Fotograf in der Regel nicht verstellen. Also das und was war gestern? Und was ich sagen wollte noch genau gestern. Gestern war ich nämlich so richtig Hardcore-Dienstleister und habe was für das Magazin von der AOK Krankenkasse gemacht. Ja, ist ja auch. Und das ist schön, weil es halt nicht, also weil es halt viel mehr Geld gibt, weil diese Zwischenwelt zwischen Editorial und Werbung ist das Corporate Publishing. Und da gab es für 2 Stunden 400 Euro, das ist schon mal gut. Und es mussten 2 Porträts geschossen werden von AOK-Mitarbeitern. Einer war ein Achtsamkeitstrainer. Und die andere war eine Ökotrophologin, also eine Ernährungswissenschaftlerin. Und ich habe dann nach Vorgabe arbeiten müssen, weil ein Artikel entstehen sollte mit 4 Köpfen. 2 Köpfe waren schon fotografiert, ich glaube wirklich in Freiburg und in Würzburg oder so. Und mit Fotografen vor Ort, weil der auch keine Reisekosten zahlen kann, so viel oder möchte. Und ich war dann halt für die 2 Hamburger gebucht und habe dann von der Bildredaktion diese Porträts bekommen, die stilistisch relativ unterschiedlich waren. Also eine war draußen, eine war drin, eine war irgendwie vor hellem Hintergrund, eine war irgendwie so mit weichem Licht geblitzt, also total konnten drüben. Und die Lösung von der Bildredaktion war dann, das zu croppen und in so einem Sepia-Ton so einzufärben. Und meine Aufgabe war dann, irgendwie so diese eh schon 2 disparaten Lichtstile irgendwie trotzdem so umzusetzen. Und dann habe ich das halt versucht, mit welchem Licht von vorne und auch, ich habe die vors Fenster gestellt, dass von hinten dass sie so einen Kranz hatten und so. Und dann war die Redakteurin auch dabei und das ist jetzt die Pointe, die wollte dann die Ökotrophologin nicht nur so einfach hier so einen Kopf haben, wo die sympathisch lächelt, sondern kam dann mit so einer grünen AOK-grünen Plastikgabel an und hat mich gefragt, ob die Ökotrophologin sich das nicht auch noch so an den Mund halten könnte. Das hat ja nur 2 Stunden gedauert. Ja. Wenn es dann in Sepia ist, ist es auch schon. Stimmt. Ja, klar. Und zwar, ihr redet immer so, ja, ich habe meine Bildsprache und deswegen werde ich gebucht. Aber es ist ja auch irgendwie die Kunst, dass die Bildsprache bekannt wird. Also sprich, dass du, Julian, eine Bildsprache hast, die ein Bildredakteur wiedererkennt. Und dann sagt ja, okay, für die Story nehmen wir Julian, weil genau so eine Bildsprache brauchen wir dafür. Und ich denke halt auch, wenn man einsteigt, muss man ja auch irgendwie Jobs machen wahrscheinlich, wo man dann so arbeiten kann, dass man überhaupt diese Aufmerksamkeit bekommt. Oder auch an Heinrich. Wie habt ihr das denn so gemacht? Ja, der Thomas. Ja. Kurz, weil es vorher vielleicht, also es ist im fotografischen Bereich nicht so, dass ich quasi
teils gute und teils schlechte Editorials und Commercial, also kommerzielle Jobs mache, sondern 6 von 7 Tagen arbeite ich an meiner eigenen Kunst und das zahlt jetzt, glaube ich, auch in das ein, was ihr macht. Und das ist alles, was ich jemals für Werbung gemacht habe, ist alles über meine Kunstproduktion gekommen. Und ich glaube aber, dass die Sachen, die ich im werblichen, editorialen Kontext mache, relativ knapp an dem sind, was ich künstlerisch mache. Eben, aber das ist ja auch wichtig. Also der Teil ist auch wichtig. Bei mir war es halt echt so, ich habe in Wien, muss man mal eine Karriere entwickeln, und ich bin auch networkmäßig schlecht. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist immer Fotos zu machen, die sich halt meistens eher an das angelehnt haben, was ich von anderen Leuten im Netz gefunden habe, was ich mochte. Und ich habe immer geschaut, dass ich das ordentlich im Netz kommuniziere. Flickr, Tumblr, dann irgendwann Facebook, Instagram. Und das war halt immer nur meine eigene künstlerische Arbeit. Und das ist, was ich halt, das, wie gesagt, das ist 90% der Zeit, die ich investiere. Und aus wie auch immer geartete Gründe hat sich das dann irgendwie etabliert und deshalb dann erst die gesamte kommerzielle fotografische Praxis irgendwie ins Leben gerufen. Oder überhaupt hat das biegen lassen. Und ich glaube, da arbeite ich quasi ähnlich. Ja, also ich? Ja. Ja, auf jeden Fall. Unterm Strich, es wird so nicht funktionieren, aber unterm Strich will ich irgendwann auch nur meine eigene Arbeit machen, weil alles andere. Ich finde ja, also um auch nochmal da auf dich Bezug zu nehmen, wovon ich fest überzeugt bin, ist, dass, also jetzt als Fotograf, das ist immer ein bisschen schwierig, das ist alles, als Fotograf, es wohnt einem ja auch irgendwie ein Stil und ein Talent für eine gewisse Art von Bildern, schlummert in einem. Es ist nicht alles, ich könnte kein Auto fotografieren, weil ich da kein Gespür für habe, und bei Menschen liegt mir das jedes, und bei Menschen gibt es wieder zig Varianten und Arten, auf die man Menschen porträtieren kann, und davon gibt es Arten, die einem näher liegen und manche nicht. Und ich finde deswegen, warum man sich so treu sein sollte, weil in dem Verstellen, das kann man dann auch nicht so gut. Nein, aber das ist eine Frage. Die Frage war ja so, ja, du hast ja nicht deine Homepage irgendwie an die Redaktion geschickt und hast dann auf einmal irgendwie... Aber ich meine, der Haken ist, das, was man machen muss, ist ja immer das, was man am besten kann. Und das ist das, was einem nahe liegt und mit dem man sich total investiert. Wie hast du angefangen, das zu kommunizieren? Ja, eben, weil wenn du zum Beispiel sagst, günstige Jobs oder sagst, du bist jetzt gerade in der Nähe oder du bist jetzt gerade in Bielefeld, wir haben da jetzt keinen, und dann setzt du da deine Bildsprache ein und versuchst dich zu etablieren und kriegst eine Publikation und so weiter, und es sieht vielleicht ein anderer Redakteur. Ja. So soll es ja anfangen, so kann es anfangen, und dann musst du ja sowas machen, du musst ja einen Einstieg kriegen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja okay, das ist meine Website, dann hast du deine freie Arbeiten, und dann kannst du wirklich gerade von journalistischen Arbeiten leben, direkt nach dem Studium. Also, kann ich mir schwer vorstellen. Ja, das ist so. Dieser aller Anfang ist schwer, ne? Also es ist, viele fangen einfach... Es gibt da keinen genauen Weg. Also ich weiß das von den Absolventen, die machen dann Mappentouren. Die setzen da noch sehr viel Hoffnung in diese Mappentouren, die dann auch immer sehr stark enttäuscht werden. Und dann macht man das nochmal. Und dann macht man das nochmal. Und dann wird das immer noch nichts. Und die so lange, ziemlich lange durchhalten, die schaffen das dann. Nach ein paar Jahren, nee, ganz ehrlich. Ja, weil dann kann der nicht so lange, der macht irgendwas anderes. Ja, ich meine, bei Heinrich ist das jetzt schnell gegangen. Ja. Das ist, da würde ich Robert recht geben, das ist jetzt nicht die Regel. Ne? Aber es gibt natürlich immer so ein paar Durchstarter, aber es gibt auch ganz viele, die einfach wirklich diese Sache, das Fotografieren, machen wollen. Ne? Weil die auch keine anderen Optionen haben. Also so eine gewisse Besessenheit gehört dazu. Und dann findet man auch seinen Weg. Fotografie aus Verzweiflung. Dann findet man auch seinen Weg durch Netzwerke, die man bildet, wie machen es die anderen. Da fließen dann noch später andere Informationen als jetzt aus der Schule heraus, die man jetzt von hier aus sehen kann. Ne? Ich glaube, so konkrete Maßnahmen, würde ich sagen, ist auf jeden Fall das, was Roman meint, dass man immer wieder hingeht und dadurch auch signalisiert, dass man das wirklich will und auch irgendwie kann. So, also können muss man auf jeden Fall. Nein, aber man sollte ein Thema haben. Also man sollte irgendwie so eine Art, ein Thema ist ein schöneres Wort für eine Schublade. Also man sollte irgendwie so ein Post-it haben, mit der kann, nicht unbedingt nur Porträts, aber diese Art von Porträts oder diese Art von Interieurs oder diese, in diesem Milieu kennt er sich aus bei Heavy Metalern oder bei YouTubern oder so, also ne, weil dass man so einen Zugang hat
zu etwas Bestimmtem. Und dann, was wollte ich noch sagen, das Dritte ist, dass man nicht in Berlin oder Hamburg wohnt. Weil halt die wenigsten, also weil da alles schon so voll ist und weil zumindest redaktionell diese Reisekosten immer dazwischen funken. Und ich glaube, das ist gar nicht so doof, zum Beispiel in Bielefeld zu bleiben nach dem Abschluss oder nach München. Aber halt in eine Stadt zu gehen, die halt nicht so krass überbevölkert ist an Kreativen, die vom Stein getroffen werden direkt. Also einfach so statistisch, weil in Berlin und Hamburg und Köln und in München, weil so krass viele schon da sind, die auch etabliert sind. Und dann hat man es halt doppelt schwer als Neuankömmling, der auch erstmal Vertrauen gewinnen muss bei Redaktionen, irgendwie so durchzustechen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass man auf dem Land oder in kleineren, ja, weißt du, also, wo halt nicht so viele, nicht so viel Konkurrenz ist. Ja, stimmt doch. Da aber auch was zu tun. Wir haben noch eine Frage im Publikum. Ja, was mich die ganze Zeit interessiert ist, ihr habt ja ganz viele Geschichten erzählt, die sich für uns so ziemlich pessimistisch anhören können, vielleicht. Aber ihr habt ja diese Erfahrungen schon gemacht und mich interessiert so, was würdet ihr jetzt vielleicht anders machen oder wie würdet ihr jetzt an diese manchmal unangenehmen Situationen, Missverständnisse, Unklarheiten rangehen? Zum Beispiel, du meintest halt diese Situation mit DJL, wo das dann vielleicht irgendwie ein bisschen zu spät rauskam, so nach dem Motto, ups, es ist nämlich unbezahlt. Also die meisten von euch meinten ja, ihr würdet es ja trotzdem machen, weil Fotografie eure Leidenschaft ist und so geht es den meisten von uns. Aber wie du meintest, ja, es ist auch schön, die Rechnung bezahlt zu kriegen und wie macht man das klar, in welchem Moment macht man das klar, ohne irgendwie direkt irgendwie die Zahlen vors Gesicht zu halten? Also, ja, ich glaube, der Regelfall oft ist, dass man sich ja quasi auch Beziehungen aufbaut mit den Bildredakteuren, mit denen man gemeinsam arbeitet und die über eine Weile kennt und da so ein Vertrauen hat und dann kann man quasi unausgesprochen diese Jobs machen und weil es hinterher klar ist, so wie Heinrich sagt, es sind wirklich eben, es gibt meist nicht viel zu verhandeln beim redaktionellen Arbeiten, weil jedes Magazin hat seinen Satz, den es zahlt, den, wo man ehrlich gesagt dazu sagen muss, auch manchmal, dass man nicht zu schüchtern sein darf, den auch mal zu hinterfragen, wenn es komplexer ist oder so, weil der auch oft noch verhandelbar ist. Das muss man sich nur manchmal trauen. Es wird oft der Eindruck erweckt, als ob der in Stein gemeißelt wäre, dieser Preis. Und es gibt aber, genau, also an dem, da kann man auch dran rumreden. In dem Fall jetzt quasi wie bei mir, wo jetzt dieses Missverständnis passiert ist, ja klar, da sollte man das vorher klären. Vielleicht hat er mir das auch am Telefon gesagt, ich habe ihm nicht richtig zugehört gehabt oder so. Aber normalerweise, das ist eine Lachsheit, weil man ja auch in Deutschland nicht so gerne übers Geld redet und sowas, dass ich das manchmal hinterher per Mail dann lieber kläre, als am Telefon diese Sachen so konkret zu besprechen. Aber ja, also wie macht man es richtig, halt einfach zu fragen, ja, was gibt es denn dafür? Und die Person, mit der du telefonierst, deren Beruf ist es ja, den ganzen Tag übers Geld zu reden. Also ist es ja auch kein Problem, das zu klären. Das ist ja deren Arbeit, den ganzen Tag Fotografen zu buchen und Honorare auszuhandeln. Aber eben, wie gesagt, die Honorare kann man gerne, und das finde ich, glaube ich, auch wichtig, unter Kommilitonen und Kollegen kein Geheimnis aus den hohen Honoraren zu machen, weil oft auch Tricks gespielt werden, wo ich höre von anderen, dass sie viel weniger oder viel mehr bekommen, als man selber für dieselbe. Also mein Assistent hat jetzt eine Geschichte gemacht für das Piep 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 Magazin und der hatte mir gesagt, das war sein erster Job und quasi, dass es auf einmal so Sachen gibt wie, ja, es ist ja dein erster Job und du hast noch nie sowas gemacht und auf einmal kriegt er die Hälfte von dem, was man erwarten würde dafür. Dass es sein erster Job ist, ist ja nicht sein Problem. Ja? Also das müssen die ja wissen, wenn sie ihn buchen. Deswegen wirklich, finde ich, eine Offenheit haben bei diesen Sachen, damit man nicht 3 Jahre später merkt, Hilfe, die anderen kriegen alle immer doppelt so viel wie ich und ich habe einfach noch nie nachgefragt, was es denn da eigentlich für gibt oder so. Nachfragen ist echt Kern. Also bei mir war es so, ich habe sehr negative Erfahrungen mit einem Verlag gemacht. Ich habe einen Vorvertrag für Buchproduktion unterschrieben, aus dem ich dann mit einem 2-jährigen Gewaltkampf über Mail rausgekommen bin. Ich überlege jetzt gerade, ob ich den Verlag nehme. Ist ja wurscht, das ja, macht ja keinen. Also erzählt nicht einfach sehr gerne. Ja, Edition du Ligue. Nein, das sind nämlich wirklich Arschlöcher. Und mich haben dann, also ich hatte halt, die hatten schon kommuniziert, dass sie ein Buch mit mir rausbringen und ich habe dann auf Social Media gesagt, hey, ich mache kein Buch mit denen. Und dann haben mich 4 andere Fotografen und Fotografen angeschrieben, so hey, die haben mich auch angeschrieben, sollte ich das machen? Ich habe mir gesagt, hey, es ist mir wichtig, sich die eigene Meinung zu bilden. Ich habe natürlich eine vorgefasste Meinung, ich habe negative Erfahrungen gehabt, wichtig, andere Leute zu fragen. Aber, und dann habe ich gesagt, dass das halt extreme Arschlöcher sind, die Leute nur fertig machen wollen. Die haben dann alle das Buch nicht damit gemacht. Mittlerweile ist in der Fotografie-Szene der Verlag auch gebrandmarkt.
ist jetzt nicht meine Schuld allein, sondern andere. Also ich kenne niemanden, der mit denen ein Buch gemacht hat, der nachher nicht ausgesprochen aggressiv war. Und die Leute haben einfach nachgefragt. Und ich habe mir damals gedacht, so scheiße, warum habe ich den Vorvertrag unterschrieben, nicht genau dasselbe gemacht und Leute, die mit denen schon etwas zu tun gehabt haben, angeschrieben, die Erfahrung. Und mir ist dann dasselbe, also ich war dann schon bei Weber, das habe ich halt dann auch vorgefühlt, bei anderen Leuten wurde dann auch angesprochen von anderen Leuten, die wieder gecastet wurden von der Agentur, die mich auch gefragt haben. Und ich bin meistens so, also darum habe ich ja vorher auch die Agentur gedisst, ich kann halt schlechte Fresse halten. Und ich bin auch willens, jedem oder jede, die mich fragt, offen zu kommunizieren, ob die Erfahrung, die ich mit der Agentur oder dem Verlag oder wie auch immer gearteten Institutionen gemacht habe, gut oder schlecht war. Und ich glaube, dass das eigentlich den meisten Leuten so geht. Und deswegen, was ich früher nicht gemacht habe, was ich jetzt aber versuche immer zu tun, ist einfach nachzufragen und wirklich zu schauen, okay, online zu suchen, wer für die Leute schon gearbeitet hat, potenziell die Leute anzufragen, also in einem respektvollen Ton und nicht zu sagen, ich traue dem jetzt nicht, sondern hey, ich hätte da ein Angebot, hast du da gute Erfahrungen oder nicht? Und ich glaube, das vorher hatte ich irgendwie so eine Hemmschwelle und jetzt denke ich immer so, das ist gesund, das zu machen. Im schlimmsten Fall bekommt man keine Antwort. Also in Berlin auch, da gibt es ja auch eben Leute, die alle ähnliche Sachen machen. Wir haben sehr gute Freunde, mit denen wir immer wieder auch gerne verwechselt werden, wenn man eben nicht in der Szene so drin ist. Und da rufen dann an, wenn größere Jobs sind, ja, habt ihr auch die Anfrage bekommen, natürlich, meistens. Ja. Ja, so, und dann kann man sich schon eben abfragen. Aber was wir auch die Erfahrung gemacht haben, wenn ein Kunde kommt, auch direkt zu sagen, ey, was habt ihr für ein Budget? Weil die wissen ja ganz genau und wollen das natürlich erstmal so billig wie möglich haben. Und dann sagt man, okay, dann können wir aber nur das machen. Ja. Und dann denken die so, okay, aber eigentlich wollen wir ja das ganze Paket von denen. Und dann geht manchmal noch mehr. So. Dann muss man auch, das geht auch nur über die Erfahrung. Mhm. Und dann kann es auch sein, okay, dann machen die das und dann macht sich auch immer ein anderer Topf auf. Okay, ihr produziert das, ja, können wir dann kriegen wir was vom Produktionsgeld noch. Und dann werden, weil die haben ja immer, die haben mehrere Töpfe, die werden irgendwie zusammengestellt. Dann heißt es ja, wir brauchen hier so Namen, die 44 Flavors. Dann gibt es jetzt erstmal so Buyout-mäßig, so was die machen, mal gucken. Und dann kriegt man den erstmal vorgesetzt. Und dann machen wir aber ja viel mehr. Und da muss man dann erstmal mal anfühlen und fragen und sagen, ja, was wollt ihr eigentlich? Und dann gibt es natürlich immer auch Leute, die dazwischen sind und braucht man die überhaupt oder nicht. Und ja, das geht im Endeffekt dann nur über Kommunikation und macht häufig Julio und der macht das sehr gut. So, der hakt dann auch nach. Aber wir haben auch eben bittere Erfahrungen gemacht, relativ am Anfang mit großen Agenturen, die sehr fair waren, aber dazwischen war eine Produktionsfirma, die uns eben mal eben alles so zack, einmal runter und wir standen da und konnten nichts machen. So, und die Agentur selbst war total fair und hat dann auch nochmal irgendwann so nachgezahlt. Aber wir hatten eigentlich einen Hauptvertrag mit so einer Produktionsfirma und die haben einfach das schamlos ausgenutzt. Und die Erfahrung muss man dann auch mal sammeln und dann das war so jeden Tag am Telefon, Julio, was weiß ich, 6 Stunden am Telefon mit denen, die haben einen auch die ganze Zeit nur belabert und bababababab und wir waren noch relativ frisch und dann sagt man, ja, ich hat da Bock, das zu machen und dann nachher kommt dann irgendwann natürlich die Quittung und muss man halt immer an die... Sagen, dass das größere Budgets waren, also das war eigentlich so der erste, Ja, das haben wir, wollten wir ja auch machen, wir wurden von dem Regisseur, der den Werbeclip gemacht hat, dazugeholt. So, und das war Heimatdesign aus Berlin, die super fair waren und auch cool waren, aber die hatten eben noch eine Produktionsfirma dazwischen, die Töpfe hatten, die eigentlich die uns sozusagen bezahlt haben, gar nicht Heimat direkt, glaube ich. So. Am Ende war es halt ein großes Hin und Her und am Ende war es finanziell auf jeden Fall groß wert, nur die Erfahrung war eigentlich mehr. Ja, was war schon so, wo man, da hat man viel daraus gelernt, so was ja, natürlich die Chance zu haben und wenn das auch jetzt nicht irgendwie für nur 150 Euro war, sondern schon Werbebudget war, aber trotzdem haben wir ein bisschen geblutet. So, da haben wir uns auch ganz schön geärgert, oder beziehungsweise die Nerven, die dann da über die Zeit mit uns so immer dabei waren, das war schon auch eben, ja, haben wir daraus gelernt. Ich habe noch eine Meldung. Ja, und zwar manchmal, also ich habe jetzt gehört, so bei den Fotografen ist immer nicht klar, gerade wenn man selbstständig ist, ist es manchmal schwierig mit der Selbsteinschätzung auch. Schwierig, ja. Was ist da? Nein, von Fall zu Fall. Das ist echt.
Weil man wird ja auch oft gefragt, ja, was stellst du dir denn vor? Ja, dieses Scheiß. Ja, und was soll man denn? Ja, einiges besser. Also wir haben die Erfahrung gemacht, so den dann sozusagen zu sagen, ja, was habt ihr denn an Budget? Ja. So. Das funktioniert auch häufig. Natürlich nicht immer, so, aber das ist eigentlich schon ein Punkt zu sagen. Ne? Ja, ja, ja. Aber das können wir jetzt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht Freude. Und es ist auch immer so, dass dann erstmal so, oh wow, ehrlich. Aber dann wissen die halt erstmal, okay, alles klar, es geht jetzt nicht darum, wir können die auf jeden Fall schon mal nicht verarschen. Ja. Und dann pendelt sich das eigentlich ein. Das ist aber jetzt ja sozusagen in unserer jetzigen Situation. Ne? Ich glaube, man hat dann mal angefangen, relativ am Anfang zu es sagen, gibt ja. Halt so eine Schmerzensgrenze, ja. Die haben wir für uns. Ja. Der Werbung sowieso, also und alles andere aber auch. Und ich glaube, ja, da muss man sich irgendwie auch dran halten. Also wenn es um Dienstleistungen geht, auf jeden Fall, wenn es kulturelle Projekte sind, dann ja, ist die Toleranz größer. Wenn es komplett freie Projekte sind, dann zahlt man vielleicht auch mal drauf. Also das kann man nicht immer vergleichen. Ich finde es aber ein bisschen kontrovers. Ich finde es eine Katastrophe, wenn man fragt, was habt ihr denn so, weil das heißt ja, dass man selbst überhaupt keine Ahnung hat und auch selbst sich so klein macht. Doch, also wir haben ja eine ganz klare Staffelung für euch, klar, aber ich finde das so jemandem zu sagen, ja, was habt ihr denn? Ich finde das so, dann, also ist man so der kleine. Ich glaube, dass dann so viel Leistung kann man anbieten, oder? Also je nachdem kann man ein Leistungspaket schnüren. Das kommt eigentlich selten vor. Wobei, du hast ja auch gesagt, was für ein Budget habt ihr, dann sagt ihr, okay, dafür können wir euch aber nur... Ja, das, so das kommt halt bestimmt nur, wie sagen. Man kriegt ja nicht alles dafür, natürlich. Ja. Das ist zum Anfang, das würde ich nicht machen. Ja, was habt ihr für ein Budget? Das würde ich nicht machen. Ja, aber viele sagen aber auch, ja, drei Tage auf. Und vielleicht ist es auch gar nicht so doof zu überlegen, was man eigentlich braucht zum Leben. Also klar hat irgendwie jede Arbeit einen Preis, aber man muss ja auch Miete zahlen und zu Penny gehen und so, und dann hat man halt Fixkosten und das kann man ja auch alles mal in eine Excel-Tabelle schreiben und überlegen, wie viel Geld man braucht, um überhaupt damit der Laden läuft. Es gibt ja so grobe Berechnungen, die man dann von offizieller Seite irgendwie im Netz findet, wo dann irgendwie steht, ja, so ein Stundenlohn vom Grafiker, wenn er dann selbstständig ist, sind, weil er im Durchschnitt das und das und das und das braucht, auf jeden Fall 50 Euro, auch am Anfang. Wenn ich das aber am Anfang auf meine Rechnung schreiben würde, dass ich 75 Euro pro Stunde nehme, das so abrechne, dann würden mir ganz viele Leute einfach eine Kugel zeigen, dass es auch nicht realistisch ist. Und dann ist ja auch oft das Interessante, wie viele Stunden man tatsächlich dran sitzt. Wenn man, also oft, wenn man sich Projekte jetzt ausdenken würde und man rechnet sich einen Stundenlohn am Schluss aus, wie viele Stunden man denn tatsächlich dran gesessen ist, dann wird es nämlich auf einmal ganz wenig. Also ich hatte so ein Aha-Erlebnis, ich war mal habe ich einen Geschäftsbericht gemacht gehabt für Siemens und war in Indien und da war ein Kameramann noch dabei, der bewegtes Bild gefilmt hat. War ein ganz kleines Team, weil es kompliziert war mit den Rechten vor Ort und so. Also war nur ich, der Fotograf und er waren dort vor Ort und dann irgendwann fragte der mich, ey du, was kriegst du denn eigentlich am Tag so? Wir hatten sonst nichts miteinander zu tun und dann er sagt irgendwie so, ja, ich bekomme x Euro und ich habe gesagt, irgendwie habe ich mir aus der Nase, dann, ja, ich bekomme 3x x Euro. Und dann hat er so gesagt, ja, okay, aber wenn du jetzt heimkommst, dann suchst du ja noch die Bilder aus, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, suche ich schon noch aus. Und wir haben, wie lange bist du denn da beschäftigt? Und also 4-5 Tage bestimmt. Und dann hat er auch dann gesagt, naja, ich gebe die Karte ab, also habe ich am Ende des Tages eigentlich mehr verdient als du. Und man vergisst ganz oft, weil man als Fotograf ja oft in seinen Berechnungen und Angeboten, immer den Taktrechner, den man fotografiert, dass man danach aber noch 5 Tage dran sitzt, vergessen ganz viele Leute am Anfang als Arbeitszeit eigentlich auch überhaupt zu berechnen oder zu kalkulieren. Also vielleicht ist es bei dir anders. Letzthin auf Facebook über diese schöne Pie-Chart gestolpert zur Außenperspektive Fotografinnen und Fotografen, das ist quasi so sind ein 1/20 so taking photos und dann ja. So, having fun! Und dann ist tatsächlich ein Pie-Chart, wenn die gesamte administrative und logistische Arbeit rundherum. Ja. Und die vergisst man, dass das einfach ja, eigentlich... Dass das eigentlich immer Tage sind, an denen man natürlich genauso dran sitzt. Und eben, wenn du jetzt sprichst von, ich kenne auch diese komischen Gewerkschaftsbücher, wo da so Stundenpreise sind. Also ja, und jetzt, ich suche sehr lange Bilder aus, brauche ich 2 Tage, der andere macht das in 2 Stunden. Das ist ja schwierig zu kalkulieren. Also ich überlege mir immer, was ist es denn wert, diese Arbeit, die ich da mache? Und dann ist es, wenn ich jetzt da ewig lang brauche, ist natürlich auch ein Stück weit manchmal mein Problem im Vergleich zu jemand anderem vielleicht. Aber Frage ist, was wert ist, die wir sagen.
Ich würde jetzt gerne die Abschlussrunde machen, aber wir haben noch eine Meldung, deswegen würde ich gerne. Ich wollte dir vielleicht einfach nochmal kurz widersprechen, weil ich bin jetzt auch noch kein Profi, der irgendwie jahrelang in der Szene ist, aber man muss sich irgendwie neben dem Studium auch finanzieren. Und ich halte es auch für richtig oder für richtiger, auf jeden Fall zu sagen, einen eigenen Preis zu nennen und nicht zu sagen, was habt ihr denn? Weil ich für mich die Erfahrung gemacht habe, dass ich zum Teil auch sehr kommerzielle Sachen gemacht habe für Kunden, wo ich von vornherein wusste, ich mache das jetzt nur fürs Geld und ich will auch vielleicht später nicht wieder für die arbeiten, weil ich es eben gerade jetzt einfach brauche oder ich hoffe da nicht mehr auf Nachfolgeanträge. Aber einfach konsequent auch nicht nur die 75 oder die 85 Euro, sondern zum Teil auch einfach den doppelten Preis auf die Rechnung gestiegen, weil ich wusste, entweder die nehme ich jetzt und die zahlen den Preis und danach brauchst du sowieso nie wieder auf einen Auftrag hoffen oder eben nicht. So, und ich habe die Erfahrung gemacht, sehr oft schon, dass dahinter viel mehr Geld bei rausspringen, als man von vornherein denkt. Mhm. Also die Leute sind ja auch nicht dumm, die da die Fotografen suchen. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für die Fotografen zutrifft oder auch für Grafiker. Aber die Leute wissen ja auch, gerade wenn es eben noch jüngere Leute sind, die noch nicht irgendwie breit aufgestellt sind, sondern seit Jahren lang in der Szene sind, die bieten wir erstmal ein bisschen weniger an und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und wenn ich aber von meiner Seite aus an den längeren Hebeln sitze und sage, ich will da gar nicht mehr später für die Arbeit oder ich warte gar nicht irgendwie auf Nachfolgeaufträge, ich schreibe jetzt einfach den doppelten Betrag auf die Rechnung. Das hat für mich so oft funktioniert, dass es mich schon erstaunt hat, was da den Leuten manchmal vorschwebt. Und da habe ich einfach sehr krasse Erfahrungen gemacht, dass da viel mehr Geld drinsteckt, als was man vielleicht von vornherein denkt. Aber habe ich das richtig verstanden, dass ihr, sagen wir mal, dass du einen Job für die gemacht hast und ihr hattet vorher abgesprochen, dass du 400 Euro kriegst, hast den Job gemacht, Bilder abgeliefert, alles war super. Nein, nein, nein. Und dann einfach 800 aufgeschrieben. Nein, das wäre tatsächlich nicht so krass. Das war einfach, um jetzt zu sagen, wir brauchen noch viele verschiedene Kunden. Ich würde für den Job gerne 800 Stunden haben, weil ich eben auch hinterher noch zwei Tage an den Fotositzen und die Auswahl mache. Dann sage ich das natürlich vorher, dann sage ich, gut, dann hätte ich gerne 160 die Stunden, das macht dann irgendwie 600 für zwei Tage oder was auch immer. Und das war es dann so. Dann sagen die, ja, okay. Also vielleicht bevor wir so eine Abschlussrunde machen, würde ich, was mich auch interessiert, einfach die Frage nochmal stellen in Bezug aufs Hochschulstudium, wenn wir das jetzt alles hier gehört haben, was alles machen, nichts bekommen. Nochmal die Frage an die beiden Professoren sozusagen. Wie sieht denn dann, was sind denn die Rückschlüsse für so ein Studium? Also angewandter wissenschaftlicher Bereich. Ist eine marktgerechte Ausbildung dann das Bessere hier an der Hochschule, dass man all diese Themen, diese Widrigkeiten thematisiert? Oder sagt man, das lernt ihr eh noch früh genug? Diese ganzen Sachen lernt ihr noch kennen, macht erstmal eure Kreativität und richtet euch erstmal aus. Also die Frage, die auch dann im Raum steht, also wie ist der Anschluss der Hochschulausbildung an den Markt? Also hat die Hochschule den Anschluss verloren oder wie positioniert sich dann quasi auch irgendwie, oder positioniert ihr euch in der Lehre dann auch? Also sagt ihr dann, ja, mach doch mal ein Honorar oder also ist das Teil des Studiums dann auch oder muss sowas das sein oder ist das egal, bleibt das draußen? Also da gibt es ganz verschiedene Positionen in jeder Hochschule. Mhm. Es gibt eher die mehr künstlerische gehen, dann gibt es mehr die angewandten. Also ich kann nur mehr für den sehr angewandten Bereich sprechen. Im Studium würde ich in jedem Fall alles mitnehmen. Ich würde nicht nur ultra angewandt arbeiten, ich würde nicht nur rein künstlerisch arbeiten, weil sich das beides einfach befruchtet gegenseitig auch. Ich würde es auch nicht gegeneinander ausspielen, was ja leider auch sehr oft passiert, dass dann die Künstler meinen, die blöden Angewandten sind ja so spießig und die Angewandten sagen, die Künstler schweben irgendwo rum. Also das bloß nicht. Also dieses gegeneinander ausspielen finde ich ganz, ganz schwierig. Das muss alles zusammen funktionieren, auch in der Hochschule. Deswegen haben wir ja auch verschiedene Kollegen hier auch. Vom Angewandten her, glaube ich, ist extrem wichtig, dass man da schon Ahnung hat davon. Ich halte nichts davon, dass man sagt, so jetzt befindest du dich hier in einem rein geschützten Raum und dann lassen wir dich raus und dann kriegst du einen mega Kulturschock. Der Bereich, wo ich jetzt hier aktiv bin, ist halt vor allem Agenturen und da ist es schon wichtig, dass man weiß, was da draußen ist, einfach auch. Weil einfach so viele Designer auf dem Markt sind, dass die Agenturen schon sich das sehr genau angucken, wen sie da einstellen. Und deswegen plädiere ich halt mal sehr für so Praktika auch während des Studiums, dass man einfach schon ein bisschen weiß, wie der Hase so läuft, weil es dann einfach auch wesentlich einfacher ist, den Einstieg zu bekommen bei den Agenturen, weil viele Agenturen Leute einstellen, wo sie wissen, ach guck mal,
der war schon mal bei uns als Praktikant oder der war da und da im Praktikum, den können wir schon mal einladen. Also ich halte das schon für sehr wichtig, diesen direkte, also auch im Studium da schon einfach sehr klar zu reden auch. Das Leben draußen ist nun mal relativ hart und das soll man auch ruhig sagen. Damit man sich schon während des Studiums darauf einstellen kann und sich nicht erst dann nach dem Bachelorabschluss mit einmal denkt dann, oh scheiße, hätte mir das mal einer vorher gesagt. Das würde ich schon machen. Aber dann gibt es verschiedene Positionen. Roman, aus dem Fotobereich vielleicht? Ja, es ist so, dass man natürlich in so einer Zwickmühle steckt. Hochschule heißt Bildung, nicht Ausbildung. Andererseits heißt aber Hochschule auch nicht, dass man sich vor der Realität verschließt. Allerdings kann die Hochschule auch schlecht Praxis simulieren. Ne? Man kann jetzt hier noch so tough reden, aber es ist keine Praxis. Ja? Ich merke, dass wir über Geld natürlich nie reden. Also ich denke, das ist nie ein Thema in unseren Seminaren, wie viel Honorar gibt es. Es kommt mir dann auch manchmal zu banal vor, deshalb, weil diese Dinge in der fotografischen Welt relativ festgelegt sind. Ne? Bei Geo kriegst du 350 Euro am Tag und dann kannst du 6 Tage in der Woche abrechnen. Wenn du den 7. Tag arbeitest beim längeren Job, den arbeitest du umsonst und solche Sachen. Aber das kann man ja auch alles mal besprechen, wenn es mal soweit wäre. Vielleicht muss man das mehr tun, um auch sagen wir, so eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Anfangs, als ich hierher kam, habe ich, weil meine Kontakte zur Praxis dann noch sehr frisch waren, haben wir Projekte mit Zeitschriften gemacht, Merian, ADAC Reisemagazin, und haben komplette Hefte fotografiert. Die sind auch tatsächlich so bezahlt worden, wie das Heftbudget war. Das konnten die Studenten dann sozusagen verbraten, beziehungsweise haben sie ein Honorar gekriegt. Die Bereitschaft von Redaktionen ist da jetzt ein bisschen mehr zurückgegangen, solche Projekte zu unternehmen. Und meine Entfernung zur Praxis ist auch über die Jahre ein bisschen verloren gegangen. Aber das sind vielleicht Dinge, die wirklich sehr konkret sind, die man sich vielleicht auch wieder vornehmen kann, hat aber wirklich den Nachteil, dass man im Studium wirklich auf Doppelseite fotografiert oder auf Hochformat zwei nebeneinander und dann noch die Headline und so. Ne? Das kann man üben. Ich bin insofern selber gebranntes Kind, weil ich so ein Studium hinter mich gebracht habe und war schon während des Studiums sehr auf so einen Markt ausgerichtet und konnte das auch sehr gut und habe da auch eine Karriere gemacht. Habe aber viele andere Dinge einfach nicht gelernt, die ich dann jetzt eigentlich während ich Professor bin gelernt habe. Ne? Also hat ja alles sein Gutes. Ich warne auch davor, dass man jetzt zu sehr immer versucht, sich in diese Praxis hineinzuhauen. Dabei gibt es noch unterschiedliche Praxis. Es gibt die angewandte Praxis, es gibt die künstlerische Praxis. Ich meine, da sind wir ja genauso Dumping-Unternehmen, wie wir das ja auch mit Agenturen oder Redaktionen sind. Wenn wir in einem Museum eine Ausstellung machen, für super lau oder für gar nichts und kriegen vom Museum gar nichts, hängen eine komplette Ausstellung hin, dann freuen wir uns wie die Schneekönige und das Museum sagt sich, ja super, da haben wir jetzt eine Ausstellung, wir haben ein unglaublich junges Vernissagenpublikum, da kommen auch noch ganz viele Leute, das ist auch ein Wahnsinnsprogramm, das wir machen, was uns aber auch wiederum nützt, weil wir dann in einem Museum sind, es ist für euch ein Auftritt, er ist vitafähig, es ist so ein Zug-um-Zug-Geschäft. Man weiß nicht genau, wie man sich da positionieren soll. Ich denke, man muss da diese Extreme im Auge behalten und muss sich dann für eine Sache entscheiden und muss sie dann auch machen, auch wenn es jetzt auch gewisse Regeln verstößt, dass man Preise unterläuft oder solche Sachen. Im Studium mit Studenten sollte man das noch probieren. Die Situation ändert sich dann, wenn ihr freiberuflich und aus der Hochschule raus seid. Ich finde ja auch, die Hochschule sollte ja auch eigentlich ein Ort sein, wo man progressiv was voranschiebt. Und wenn man die Praxis simuliert, ist man ja ganz schnell dabei, quasi den Status quo imitieren zu wollen. Genau. Und ich finde deswegen, das Experimentierfeld an der Hochschule sollte möglichst freigehalten sein, um Fehler zu machen, um einen Schritt zu weit zu gehen, um zu experimentieren, auszuprobieren, damit es neue Impulse gibt, die nach vorne gehen. Als wenn man, und deswegen, ich finde, mit dem Gefühl sollte man hier nicht hier rausgehen mit so einer Existenzangst und alles ist so schlimm, weil dann geht ja auch nichts vorwärts, sondern das stimmt gar nicht. Man kann sich seine Räume da erarbeiten und seine Nische finden und das für sich funktionieren. Nur es liegt an einem selber, sich da reinzukommen. Und das funktioniert, glaube ich, nicht, indem man eben Sachen nachmacht, sondern indem man selber progressiv vorwärts geht. Und da ist gibt es ja keinen besseren Ort als die Hochschule, wo man so im geschützten Umfeld ist, im Austausch ist mit Kollegen, um da was anzuschieben. Aber
die Hochschule ist auch eben wieder ein Apparat in der Wirtschaft, die natürlich viele Absolventen auf den Markt bringen will. Und auch, ich habe das Gefühl, dass die Studenten dann eben schon dahin getrieben werden, dass sie funktionieren auch auf dem Markt. Also es kommt durch dieses Bachelor, sage ich jetzt, es gibt natürlich auch wieder andere Leute, aber man hat so häufig das Gefühl, okay, das Studium ist kurz, ich will da schon lernen, aber eigentlich muss ich durchkommen und funktionieren, damit ich nachher auch auf dem Markt aufgenommen werde. Das ist immer mehr Schule, habe ich das Gefühl, als dass es eigentlich so ein bisschen freier ist. Ne? Es ist immer verschulter. Noch mal kurz zur Definition. Es gibt eine richtig hochoffizielle Definition des Bachelorabschlusses. Das ist der erste berufsqualifizierende Abschluss. Ich kann das halten von was mir, aber berufsqualifizierend heißt natürlich auch, dass ich in der Lage bin, in der Branche, in dem Beruf zu arbeiten auch natürlich. Und insofern finde ich, muss man da schon einfach ein paar Sachen mitgeben auch und jetzt vielleicht jetzt dieses Experimentieren. Deswegen sagt ihr, es gehört beides zusammen. Deswegen, ich finde es immer schwierig, wenn man das so ein bisschen gegeneinander ausspielt. Und das kommt leider sehr oft vor. Es gehört beides mit dazu. Ich muss natürlich einfach auch so ein paar Standards einfach auch können. Das gibt es in der Fotografie vielleicht auch, ich weiß nicht, aber im Grafikdesign gibt es einfach ein paar Standards, einfach ein paar Mechaniken, die ich beherrschen muss. Und dann muss ich aber natürlich das erweitern, einfach auch. Und das lerne ich vielleicht hoffentlich dann halt über das Experimentieren, über das Ausloten von Grenzen natürlich auch dann da. Also deswegen, ich finde da beides dazu. Auf alle Fälle. Zurück zum Anfang. Alles machen, nichts bekommen. Vielleicht aus eurer Sicht eine kurze Einschätzung. War es oder ist es falscher Idealismus, als Kreativer, als Fotograf, Grafiker, Künstler seinen Traumberuf gefunden zu haben? Ist es ein Traumberuf zum Niedriglohn, ein Kompromiss? Was würdet ihr denken, also zu diesem, vielleicht so ein Statement, um zurück zum Anfang zu kommen? Also ich bin glücklich. Ich auch. Manchmal mit Minus am Konto, aber prinzipiell. Ich hätte aber auch nicht gewusst, was ich sonst machen soll. Ja, es ist ja so ein bisschen diese fehlenden Optionen, die man hat. Ich meine, dieser Beruf bringt sehr viel. Ne? Der bringt sehr viel Freiheit, sehr viel Unabhängigkeit, sehr viel Umgang mit anderen Leuten, verschiedene Themen, Reisen eventuell. Aber er bringt halt keine Sicherheit. Ne? Man kann von diesem Beruf nicht alles haben wollen. Ja, ich schaue mir dann aber auch Leute, wenn ich bei meinem Zahnarzt bin, dann denke ich, mein Gott, der hat so ein tolles Auto und wohnt hier ein Stück näher an der Alster als ich. Und dann, aber der guckt den ganzen Tag in Münden. Ja? Und da sage ich mir, mein Gott, ich bin so froh, dass ich das ein Weitergucken. Ja, aber es ist auch zu komplex. Es gibt ja auch eben Studenten oder Leute, die rauskommen, die sich sehr gut selbst vermarkten können, die eben auch Bock haben auf Kommunikation. Es gibt Leute, die sind eben für sich, die müssen funktionieren auch irgendwie. Bei manchen geht es ganz gut, manche igeln sich immer mehr ein. Es ist dann schwierig, obwohl das gute Leute sind. Dann lernst du auch immer den kennen. Also da irgendwie das Allheilrezept zu finden, das wird es, glaube ich, nie geben. Außer man eben diese Sensibilisierung, dass nicht nur wir irgendwie uns schlecht fühlen, dass wir zu wenig nehmen, sondern auch der Gegenüber dafür eben ein Gefühl bekommt, was da überhaupt passiert. Und das ist, darum geht es halt, dass die Leute, ja, denen das vermittelt wird. Ne? Ja, dann, ja. Ich finde, glaube ich, ein Gefühl für sich selber unheimlich wichtig. Also in so einer Gelddebatte wird irgendwie ganz oft über das Geld so als ein objektives Ding geredet. Und ich glaube, man muss einfach für sich selber gucken, dass man mit dem, was man macht, zufrieden ist. Und wenn das stimmt, dann ist es eigentlich auch meiner Meinung nach egal, wie viel man verdient. Ist jetzt vielleicht ein bisschen hippie, solange man überleben kann. Solange man überleben kann. Genau, solange man überleben kann. Meine Zettel sind durch. Ich weiß nicht, ob noch jemand was zu sagen hat. Muss dann zum Zug. Jemand muss zum Zug, genau. Ansonsten, wenn keine Fragen sind, bedanke ich mich bei den Diskutanten für die gute Stunde. Und ja, schönen Abend noch.